Yo, gibt und Galle, der Metal Talk für Hardkerle und Hardkerle. Wir quatschen über Metal, Mosch und Geballer. Denn wir sind der Underground. So, moin. Da ist er, Leider. André Hoppe, aus dem Ruhrpott bei Gift und Galle in Münster. Warum bist du heute in der Folge? Das würdest du gern selber wissen, ne? Sagst du es mir? Erstmal kannst du dich ja vorstellen, was du so machst, damit die Leute auch wissen, dass du nicht irgendein Sänger von irgendeiner Death-Metal-Band oder Hardcore-Band bist, sondern du bist... André Hoppe, Tätowierer in Duisburg bei Lifetime Tattoo. Mitinhaber von Lifetime Tattoo, ist korrekt formuliert. Genau, und darüber kennen wir uns ja auch schon. Ich meine, das war so seit 2008 rum, müssen wir uns das erste Mal irgendwie gesehen haben, vielleicht auch schon früher, weil du die ganzen Ruhrpott-Karate-Moscher tätowiert hast, die sind alle zu dir gekommen. Ne? Eine Menge, ja. Woran erkennt man die ganzen Disco-Mosche aus dem Ruhrpott? Die haben alle ein Hoppe-Tattoo, ne? War das ein Kompliment oder nicht, ey? Für dich ein Kompliment? Jetzt kann jeder rausfinden, wer früher eine Disco gemoscht hat, ne? Nee, warum ich mit dir quatschen wollte. Ich habe schon mehrere Podcast-Dinger mit dir gehört. Ich finde das immer sehr interessant, weil du zu vielen Dingen eine geile Einstellung hast. In allererster Linie würde ich mit dir gerne mal über den Ruhrpott-Hardcore reden, den ich nicht mitbekommen habe, den du aber mitbekommen hast und bist noch immer noch befreundet mit jemandem, der einen sehr schwarzen, lustigen Humor hat. Der Patrick Kitzel war ja ein berüchtigter Hardcore-Moscher seiner Zeit. Naja, aber du hast damals schon die Zeit miterlebt mit Eyeball, True Blue, Spawn und so was alles. Und da war ich ja, da habe ich ja noch hier so Kiss und Bon Jovi gehört. Ne? Ja. Da war ich ja noch. Ist in deinem Alter. Hm? Dem Alter geschuldet, denke ich mal bei dir. Ja, definitiv. Ich finde die Bands heute geil, ne? So leider damals nicht gehört. Als ich mit Hardcore angefangen habe, durften nur drei Akkorde sein und meistens mussten die auf null enden. Im Alter hat man dann solche Bands kennengelernt. Durch André Mudra, den kleinen Zwerg. Ja. Sein Cousin war ja bei Eyeball, glaube ich. Oder bei Spawn. Bei einer Band. Wer ist der Cousin? Ja, das weiß ich doch jetzt nicht, wie der heißt. Er sagt immer mein Cousin. Okay. Ne? So. Aber war ja deine Zeit. So, daher kennst du ja auch sehr viele andere Ruhrpott-Hardcore-Musiker. Den Björn von Black Friday. Ja. Pete Görlitz von jetzt mittlerweile auch Madball. Ja, stimmt, ja. Das ist auch eine krasse Story, ne? Dass so ein Ruhrpott-Jung quasi einer von uns jetzt in der größten New York-Hardcore-Band überhaupt spielt, ne? Ja, ist aber einfach so, wie sagt man, organic passiert sowas. Aber einfach... Ich meine, gut, der Rob ist, glaube ich, der Rob ist der Tourmanager oder Manager von Tourmanager, ist das richtige Wort, denke ich mal. Und der Pete war, glaube ich, mit auf Tour und da ist er quasi so ein bisschen reingerutscht, weil er heuer einfach nicht mehr am Start ist, so, ne? Ich glaube, das kann man so formulieren. Von daher war ich so, ich würde sagen, das ist so, ich kann es auf Deutsch besser sagen, das ist so ein Organic Fit. Ja. Weißt du, ich meine, das ist immer so passiert halt, so, ne? Ich glaube, so kann man das formulieren. Ja, der Heuer hat gesagt, ich bin nicht mehr dick, wir brauchen mehr Programm. Das hat nicht den Pete hören, ne? Der haut mir aufs Maul. Ich habe Angst vor dem Pete. Nee. Aber erzähl doch mal, wie du so damals mit den ganzen Hardcore-Jungs, es gibt ja einige, Chris Arz und so, die alle damals mit dir da unterwegs sind. Ich glaube, Arz ist, glaube ich, da noch etwas. Noch der Arz ist eigentlich noch später dazugekommen. Also, Chris hat ja die ganze Straight-Edge-Sache gar nicht so mitgenommen, so. Also, die ganze frühe Ruhrpott-Hardcore-Straight-Edge-Szene, so. Ja, selbst ich habe das ja nicht mitgenommen. Ich bin ja auch erst 94 aber zu oder so. 93, 94, 0. Ich kriege das immer richtig zusammen. Ich bin ganz schlecht mit Daten, ne? Ja, aber gut, dann hast du ja trotzdem die Bands noch alle sehen können. Welche Bands meinst du jetzt genau? Ich sag mal ja oder nein. Du wirst auf jeden Fall Eyeball gesehen haben. Ja, ja, klar. True Blue hast du gesehen. Ja, ja, klar. Hast du nicht davon sogar noch dieses Iceman-Shirt, dieses Iceman-Cover-Shirt, was True Blue nachgemacht haben? Doch, okay. Also ich war immer mit True Blue unterwegs. Also nicht immer, aber sehr, sehr oft so. Also wirklich oft, ja. Ja, die waren ja auch viel mit Spawn, glaube ich, damals auch noch unterwegs. Nee, das war Haus. Also
Spawn hat sich aufgelöst und daraus entstanden sind Eyeball und True Blue. Ach so, also so war zwei ja. Fraktionen. Ja, ja, genau. Also das ist richtig formuliert. Also waren genau, ja auch beides Straight-Edge-Bands, ne? Was sagst du? Waren beides auch Straight-Edge-Bands, ne? Nee, True Blue nicht. Nein, nein, um Gottes Willen, ey. Der René und der Kitzel waren als Straight-Edge. Der Olmer, nein. Der Weber, nein. Und der Flo erst recht nicht. Nee. Nee, das verhaust er. Also Eyeball schon. Ich glaube, die haben sich schon so als, ich sag mal so, Youth-Crew-Band, wenn man das so sagen kann, auch ja schon wahrgenommen deutlich und das war eine Straight-Edge-Band, aber True Blue nicht, ne. Auf gar keinen Fall. Ja gut, der Kitzel, dem gibt es ja Stories, ne, das ist ja, der kam doch aus Amerika zurück und sah aus wie der Sänger von Earth Crisis und hat dann erstmal das kaputt gehauen auf irgendeiner Show, ne? Ja, also, ob der aussah wie der Sänger von Earth Crisis, das weiß ich nicht, aber es gibt da so Windmühlengeschichten, ne? Gibt so Windmühlengeschichten so, aber da war ich nicht bei. Ich glaube, das ist so parallel passiert, so als ich so gerade da war. Ich kenne halt so eine Story von irgendeiner Backdraft-Show. Ich weiß nicht, ob die Backdraft was sagt. Das ist so eine Band vom Rob gewesen. Ja. Nach so parallel zu Feeling the Fire, glaube ich. Pre-Born from Pain. Und da gibt es da so Stories von irgendeiner Show in Holland oder Belgien oder was so. Aber die kriege ich nicht zusammen, ey, weil ich nicht dabei war. Ey. Von daher, da war auf jeden Fall was. Naja, du hast ja auch den ganzen Wandel quasi mitgekriegt. Ich bin ja quasi 2005 zum Ruhrpott, also zum Hardcore gekommen. Und dann war ja schon, da war ja so dieses choreografierte Disco-Mosch-Ding im Pit so. So alle ihre Windmühle, jeder ist nur, also immer nur eine Person so rein, keiner berührt sich. Es war schon sehr speziell, diese Kickbox-Moshing. Ja. Da wurde ja im Laufe der Jahre immer extremer. Ja. Und für dich so als alten Hasen mit fast 30, wie hast du den Wandel generell vom Hardcore so erlebt? Du hast ja mehrere Epochen quasi mitgemacht, mehr als ich jetzt mitgemacht, sag ich mal. Von diesem Youth-Crew-Kram bis zum Beatdown, bis zu dem, was das heute ist. Wie nennt man das heute? Das ist ja so Doom, Death. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich habe einfach gar keine Ahnung mehr. Ich meine, ich bin ja absolut nicht in der Hardcore-Szene, würde ich sagen. So, ich kriege viel mit, auf jeden Fall. Ich kenne auch eine Menge neue Bands, weil ich einfach Musik interessiert bin. Und aber so im Großen und Ganzen, was da jetzt gerade so richtig abgeht, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es eine Menge Parallelszenen, so, denke ich mal. Aber so richtig mitkriegen tue ich hier nicht. Ich tätowiere ein paar jüngere Hardcore-Kids, die mich so ein bisschen auf dem Laufenden halten, sag ich mal. Aber ich gehe auch zu Shows zu von so jüngeren Bands. Kaum hin, einfach weil ich da kaum Berührungspunkte mit habe, noch niemals blöd gemeint, aber man geht ja auch viel zu Shows wegen den Leuten auch, gehört auch mit dazu und ich kenne halt auch kaum Leute, aber in erster Linie bin ich halt echt busy mit Tätowieren. Also wenn ich jetzt nicht tätowieren hätte, sag ich mal, was mich wirklich sehr, 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 sehr beschäftigt und ausfüllt, würde ich vielleicht auch mehr zu Shows gehen, was aber natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, ich suche mir sehr, sehr wirklich, oder ich muss mir wirklich aussuchen, wo ich hingehe halt und da gehört halt leider nicht zu halt, ne? Aber zurück zur Frage, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber wie ich das wahrgenommen habe. Ja, den ganzen Wandel. Ja. Ey, das ist ein Thema, da könnte ich bestimmt 50 Minuten drüber reden. Ne? Ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, ein bisschen in Zeitabschnitte so unterteilen. Ne? Du kannst ja immer sagen, hier Cut, nächstes Thema. Nächste Seite. Vielleicht fragst du mal. Ich meine, das sind halt so die Arten, wie Leute sich auf Konzerten verhalten. Ich sag mal, ich glaube, das ist am besten formuliert. Die hat sich mit der Zeit auf jeden Fall natürlich sehr geändert. So. Also als ich, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen extra richtige Hardcore-Szene reingekommen bin, haben sich die Leute echt teilweise sehr verhalten. Also gegenüber den Bands, weißt du. Das war eher so, manchmal so, da war jetzt nicht so richtig wild. Da war viel, ich habe Rucksack auf, trage eine Baggy-Hose und nick ein bisschen mit dem Kopf so und mache ein bisschen so, also jetzt echt nicht wild, ne? Also so Singalongs gab es schon und alles drum und dran oder auch mal so ein bisschen Stage-Diven oder so ein bisschen, was weiß ich, was Fingerpointing und so ein Kram so. Aber die Leute waren oft besonders, ich glaube im Pop mehr sogar als in Benelux, eher manchmal sehr zurückhaltend. Das heißt also, so habe ich das am Anfang wahrgenommen, als ich, sag ich jetzt mal, meine erste kleinere Show besucht habe. Also für mich war das so, die ersten Einschnitte so, wie sich das irgendwie auch so im Pit verändert hat, als die ersten belgischen Bands hier gespielt haben, oder die französischen Bands, als die Archangel hingekommen sind, als Kickback nach in Pot gekommen sind
und Out for the Count, was alles. So, da hast du ja gesehen, die haben ja ihre Leute mitgenommen und da war ja ein ganz anderes Abgehen, als das wir gemacht haben. Und ich glaube, die ersten, die mit so eskaliert sind, waren hier die Jungs von der HSK-Crew damals. Früher wurde ja alles in Crews unterteilt. Ich glaube, heute noch, da bin ich gar nicht im Bilde. Auf jeden Fall, da waren, glaube ich, so mit die ersten, so, die dann da so ihre Karate-Action auch so in die Leute reingetreten haben. Brutalis also, war damals auch ein Riesenthema, vor dem alle Angst hatten. Weil, so habe ich das damals mitgenommen, miterlebt. Und irgendwann war mir halt auch, ne, also so nicht das Abgehen an sich, sondern ich habe aufgehört, auf Hardcore-Konzerte Konzerte zu gehen, weil mir das alles so generell, es war zu viel, war damals bis so an Bands auch, das war ja, dann hast du eine Band gehabt mit 5 Mitgliedern, jede der 5 Mitglieder war noch in einer anderen Band, mit anderen Bandmitgliedern und war mir echt too much, da kam ich gar nicht hinterher. Und ich fand auch musikalisch echt viel Scheiße zu dem Zeitpunkt. Da durfte es natürlich nicht offen sagen, weil sie sich alle kannten. Ne, da waren sie beleidigt. So. Redest von Ruhrpott-Bands oder wovon redest du? Ah ja, gerade so Ruhrpott-Bands. So. Ja. So, ich fand da echt viel Kacke, weil viel auch kopiert wurde. Dann hattest du so eine Band wie Desolated, die ich persönlich auch ultra scheiße finde. Die Engländer? Ich glaube, ja, das sind so, der sind so eine ganz komische, nervige Stimme, der Typ. Richtig stumpfer Hardcore, alle haben das früher abgefeiert. Und dann wollten die ersten Bands natürlich auch so klingen wie Desolated. Haben dann auch Football-Trikots über einen Zipper, also über einen Pullover angezogen, damit man aussieht, als ob man aus dem Ghetto kommt. So. Ja, da bin ich raus dann, ne? Wenn ich kein eigener Typ mehr bin und sondern nur noch irgendwas kopiere. Gefällt mir das schon nicht mehr, ne? Aber es ist lustig, weil du bist ja schon viel später als ich so, weißt du? Also das ist so, ich habe das, also das habe ich jetzt so, selbst das habe ich jetzt nur so am Rande mitgekriegt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja so, da ist das schon so 10 Jahre, ja, so ungefähr, würde ich mal sagen, ganz grob geschätzt, nach dem, wo ich so, sag ich jetzt mal, drin oder voll drin war, weil ich so richtig so wahrgenommen habe, so, weißt du? Ich glaube, deine aktivste Zeit war, ich unterbreche, weil mir fällt da gerade ein, ich glaube, deine aktivste so die Zeit, die ich mitbekomme, wo du auch sehr aktiv auf Shows warst, war die Zeit, wo in Maidrich nur die Proberäume waren, ne? Da war es ja auch häufig. Viel vorher. Meine aktivste Zeit, würde ich sagen. Also ich würde sagen, so dann hat angefangen, ich sag mal so, aufgehört, als ich mit Tätowieren angefangen habe. Also so 2000, so, lass mich nicht lügen, ey. 2001, 2002 vielleicht, so die Jahre vorher war ich, glaube ich, am aktivsten. Ich habe auch einen Mailorder gehabt. Von daher ja, das stimmt. Da wäre ich auch noch drauf gekommen, weil der André Mutter hat da mal erzählt, dass du so einen Mailorder hattest und den selber kopiert hast, alles so auf der Arbeit irgendwie, ne? Ja, alles, klar. Ja, da war eine Zeit. Das war auch damals, also ich habe Hardcore auch damals anders wahrgenommen, so, weil, guck mal, damals hieß das immer so, rein von der Philosophie, sag ich jetzt mal, weißt du? Das war so am Anfang, heute ist ja viel, da muss ich ein bisschen schmunzeln, aber wie hart man abgeht. Alle reden davon, wie tough das ist oder krass oder wie hart die moschen oder so. Das war total irrelevant früher. Also zumindest hier bei uns auf jeden Fall. So habe ich das, also so, ich das definitiv empfunden. Das war eher so, du musst was machen, um dazuzugehören. Ja. Sprich, wenn du jetzt nur so ein Konsument bist, in Anführungsstrichen, so. Ich meine, die Hardcore-Szene bildet sich halt aus Leuten, die was aktiv machen. Sprich, der eine hat ein Fanzine gemacht, der andere hat Shows gemacht, der andere hat, was weiß ich, was gemacht, Flyer designt oder irgendeine Scheiße. Und ich habe halt einen Mailorder gemacht, weißt du? Das ist halt so, das war eine sehr aktive Szene und da hat quasi wirklich jeder irgendwas gemacht, ne? um halt die Szene zu stärken oder zu bilden. Und das war halt damals, heute sind halt echt meiner Meinung nach extrem viele Konsumenten einfach bei, weißt du? Leute, für die ist halt so, Hardcore ist aber ganz anders als früher. Das ist ja mehr so ein, viel so ein Konsum-Ding geworden durch vielleicht Spotify oder andere Sachen halt, so, weißt du? Das ist halt, du hast halt viel schneller Zugang. Früher, ich meine, keine Ahnung, wenn du irgendwie eine 7-Inch haben wolltest, die musst du halt ein Amiland bestellen oder du hast halt zum Glück irgendeinen Mail-Order gehabt, der vielleicht hatte, ne? Ja. Heute ist halt ja viel leichter so. Und damals, das war so die Philosophie, wo die ich so mitgekriegt habe und auch gelebt habe, sage ich jetzt mal, wenn man das so formulieren kann. Du musst was machen, um wirklich dazuzugehören, beziehungsweise um die Szene halt zu machen. Ja. Das war so die Philosophie. Es ist scheißegal, wie du abgehst. Es ist total irrelevant. Weißt du, ob ich jetzt der coolste Moscher oder was ich was bin oder so. Ne, sondern das war eher so zumindest mein Ansatz der ganzen Sache halt. Ne? Ja, das ist ja auch diese Do-it-yourself, genau.
die da damals gab. Also ich finde auch, da gibt es gar nicht mehr so. Es gibt es nicht mehr so, weil die Musik echt für jeden zugänglich ist. Es ist auch nicht mehr so wie früher, wie ich das so erlebt habe, dass du jede Woche auf irgendeine geile Show gehen konntest. Und ohne, dass du irgendwie großartig irgendwie vorher bei Instagram oder Facebook was gesehen hast. Du warst samstags auf einer Show und dann hat die eine gesagt, ey, pass auf, Freitag ist da und da. Und dann sind alle freitags da hingefahren. Und ja, dann hat ja, so, und gerade der Ruhrpott war echt sehr aktiv zur damaligen Zeit, als ich so da drin war. Ja. Und, du siehst halt aus wie der Sänger von Pearl Jam, wenn du so weitermachst. Ich weiß noch wieder nicht, ob das ein Kompliment war. Nee, alles gut. Wenn du so singen kannst, auf jeden Fall. Oh mein Gott, Eddie Vedder. Egal. So, auf jeden Fall, das war ja so, ich war ja von 2005 richtig bis 2013, sag ich mal, echt viel auf Shows unterwegs und hatte auch selber viele geile Konzerte, geile Bands gesehen, so. Wie gesagt, irgendwann bin ich überdrüssig geworden, dann kam auch wieder der Metaller, der ich eigentlich war, aus mir raus. Schon angefangen, in der Zeit auch nur sehr metallischen Hardcore zu hören, weil mir Beatdown-Zeug echt, da gibt mir auch heute. Es gibt so Bands, die höre ich mir so an, so mach so ein Album an, denk so nach zwei Liedern, okay, das war das. So. Ja. So, ist cool so, aber mehr als zwei Lieder brauche ich nicht. Ne? So, dann mache ich eine andere Platte rein, die Hate Anthems oder sowas, die baller ich komplett durch. Ja. Und denke so, ja, Mann, so, ne? Ja. Um das mal zu ver-, so, weiß ich nicht, so mit dieser Beatdown-Schrott, den gibt es so auch nicht mehr. Das ist ja alles relativ metallisch oder halt durch Bands wie Slope, die es mittlerweile gibt, sehr funk geworden. Ne? Ich muss sagen, Slope machen da sehr, sehr guten Job. Die sind da auch alleinstehend in ihrer Musik, glaube ich. Ja, die machen was anderes ein bisschen, ne? Ja, zum Glück, ne? Ja, also, ja, sonst wird's ja langweilig. So was braucht auch die Hardcore-Szene, ne? Es gibt schon Bands wie Get The Shot, es gibt Bands wie Male Volans oder Desolated. Mach das nicht nach, mach was eigenes. Ja. Ne? Da denke ich mir immer. So, und gerade hier mit Gift und Galle, wenn mich so eine Band anschreibt, yo, hier, wir machen Hardcore und dies und das, willst du mal reinhören? So, mache ich. Aber mit, wenn ich das Wort Hardcore lese, habe ich schon erstmal lange Zähne. So, wo ich so, bitte sei cool, ich möchte nicht irgendeine Scheiße schreiben. Ne? Ja, aber das ist doch in jedem Genre so. Nicht böse gemeint. Ja, ich habe das so, ich bin aufgeschlossener im Death Metal zum Beispiel. Wenn mir eine Band schreibt, hier, wir machen Death Metal in die und die Richtung. Natürlich ist es schwierig, wenn du eine Band nennst, die ich komplett abfeier und sagst, und du weißt das nicht und sagst so, ey, wir machen Death Metal im Stil von Obituary, sondern dann erwarte ich was. Große Worte. Ja, genau das. Dann erwarte ich halt was. Und wenn du das nicht einhältst, dann schreibe ich dir auch, ey, Obituary, ich weiß nicht, wo du da raus hörst. Ich höre das absolut null. Ne? Gib mir nochmal zwei, drei Tage, um die Platte zu hören, um das neutral zu betrachten. Ne? Ja. So, aber nochmal zurück zu mit deinem Mail-Order. Du hast ja auch Platten aus dem Ausland hast du ja besorgt quasi. Ja, ne? Ja, ich meine, das war damals, ich weiß gar nicht, wie heute ist, also DIY gibt es ja auf jeden Fall immer noch. Finde ich natürlich super. Ich kriege das ja auch von so kleineren Labels, noch Mitglied gibt oder so. Da sind da in Köln, ist glaube ich da echt viel los mit diesem DBNU, wie es heißt. Finde ich super alles, aber das war damals halt ein Ding so, ne? Also zumindest für mich, dass man halt selber macht, weil das war ja noch lange nicht so kommerziell wie heute ist, sage ich jetzt mal. Und genau, da habe ich halt den Mail-Order übernommen quasi vom Kumpel, dem Stefan Grabowski. Vorher ist der World Eater Mail Order, da habe ich den übernommen. Von meinem Kumpel Stefan, der damals auch ein großer Metalhead war, intern noch. Und ich habe den umbenannten Two-Face Mail Order. Und cool. Genau, das wurde halt mit der Zeit, ja, klar habe ich Sachen aus dem Ausland geholt. Ich meine, da haben wir die ganzen New Age Sachen. Ich weiß nicht, sagt ihr was, New Age Records? Na, wenn du mir eine Band sagst, dann sag mir das. Unbroken. Unbroken war, glaube ich, eine der größten Bands da. Keine Ahnung, da kam so viel, ein bisschen mehr PC kam auch noch so über Abolition Records, ich sag mal so in Anführungsstrichen PC Kram. Abolition Records, das war auch eine richtig große Sache, Old Glory Records und blablabla und wie sie alle hießen, das war damals auch ein Ding. Und dann kam halt irgendwann auch die Victory Sachen also und Kram halt so, ne, ich meine klar, da kennt man ja die ganzen Bands, sag ich jetzt mal. Und
Ja, das war so die Primetime, sag ich jetzt mal, weißt du? Also so, ich habe damit angefangen, glaube ich, 94, Ende 94 vielleicht, bis so 98, 99, ich bin schlecht mit Daten halt, ne? Da wurde halt irgendwann auch immer größer und irgendwann hätte ich mich quasi sogar entscheiden müssen, so, weil ich wurde zum Fulltime-Job halt, ne? Da wurde echt viel. Ja. Nee, das hat schon ganz gut Fahrt genommen. Ich war wirklich auch wirklich echt auf eine Menge Konzerten so. Und ja, das war halt die Zeit, ne? Und ja, DIY war halt damals wirklich ein Ding. Das war so mein Zugang, sag ich jetzt mal, weißt du? Ich finde es schade, dass das heute nicht mehr so ist, weil ich lebe gern in der Vergangenheit so im Kopf auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. So, neue Sachen oft okay und denke mir dann so, boah, warum muss man das so verwursten, weil du jetzt die Technik dafür hast, so, aber ich finde zum Beispiel, wenn du so einen Showflyer, fangen wir mal mit sowas an, ne? Früher hast du ein DIN A4-Blatt genommen. Hast dann irgendwelche Bandlogos ausgeschnitten, so zusammengeklebt, da mit einem Edding irgendwas drunter geschrieben, hast dann auf einen Kopierer gelegt, auf A5 geschrumpft, hast dann 4 Stück auf eine Seite gepackt, hast dann 100 Blätter ausgedruckt und hattest einen Schwarz-Weiß-Flyer, der total geil war. So, heute musst du jemanden engagieren, der sich eine App runterlädt, der eine Grafik erstellt, der die Bandlogos einfügt. Und er nimmt dann für den Flyer 50 Euro. Du musst dann aber noch hingehen und dir den drucken lassen. Zahlst dann für 1000 Flyer nochmal, was weiß ich, 50 Euro. Ne? Aber nur in Kooperation, dass Werbung auf der Rückseite ist. So, dann hast du jetzt mal... Ne? Nein, nee, ja. Das war damals auch ganz anders. Das war, also wie gesagt, das DIY-Ding hat da vorgeherrscht. Sowas, ne? Ich weiß, ich habe mal so einen Flyer gemacht, da habe ich echt viel Energie reingesteckt. Da hat auch riesen Spaß gemacht. Im Hintergrund war einfach so ein Dracula aus irgendeinem so Vintage, keine Ahnung, Kram. Das war für eine Discord, True Blue, Kickback und ich glaube Live Force Show auch im Julius Leberhaus oder so als Beispiel. Ja, also ich meine, weißt du, da hat man, also ich zumindest habe da voll viel Energie reingesteckt, mir voll Spaß gemacht. Und damals haben, also ich meine, die Flyer von gewissen Leuten, wenn die gemacht haben, sahen halt immer geil aus auf jeden Fall und da siehst du halt, die haben Energie reingesteckt, aber es war wirklich auch so ein Cut-and-Paste-Ding, ne? Da hast du nichts mit dem Computer gemacht. Oder eher, so waren vielleicht so Anfänge oder was, so, weißt du. Das war irgendwo rausgeschnitten, irgendwo aufgeklebt, alles zusammengemanscht irgendwie und dann irgendwie zigfach fotokopiert irgendwo oder was und dann gib ihm, ne. Dann wurden die auf jeder Show ausgelegt so und dann weiß man halt, ey, nächsten Monat ist die und die Show und gib ihm, weißt du. Und das war halt irgendwie, das war halt geil, weißt du. Du bist halt auch zu der Show gegangen und hast direkt irgendwie einen Flyer in der Hand gedrückt gekriegt oder da lagen irgendwo welche rum und, klar, natürlich, umso geiler die Flyer aussahen, umso mehr Bock hast du schon auf die Show gehabt, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, klar. Da hat ein bisschen zumindest schon dazugetragen. Ich meine, wenn die Band geil gewesen wäre, wäre es auch so zur Show gegangen, logischerweise. Aber du hast schon gesehen, dass Leute sich teilweise extrem Mühe gegeben haben. Andere aber auch nicht. Muss man auch sagen. So. Und da war schon so ein i-Tüpfelchen. Wenn der Flyer geil war, ist natürlich schon, bist du auf jeden Fall interessierter halt. Ne? Ja, da wusstest du auch, wer dahinter steht, hinter der Show. Du hast ja eine Flyer schon gesehen, so. Ich hatte früher auch so einen ganzen Arsch voll alte Flyer, und die habe ich leider nicht mehr. Das ist schade. Ne, ich kann mich daran erinnern, so da gab es so, ich glaube, noch ein Circle of Death drauf und sowas. So auf pink gedruckten Papier einfach oder auf gelb gedruckten Papier, so selbst zusammengeschnitten. Fand ich mega cool, finde ich auch heute noch geil. Ich selber, wenn ich Flyer mache, mache das auch über eine App. Das ist einfach so, ich habe keinen Drucker, ich habe so eine Scheiße. Hätte ich das alles, würde ich das auch so machen, naja, weil ich halt Bock drauf hätte, weil ich das cool finde halt. So, das ist genau wie beim Sound von Bands. Umso klinischer eine Band klingt, desto kälter lässt mich die Musik irgendwie. Ja, ist oft so. Ja klar, auf jeden Fall. Das ist bei mir ganz genau so. Ja, ich brauche immer, ich brauche den Sound von einem richtigen Verstärker. Nicht von einem Toaster, den die sich in die Ecke stellen, wo jeder... Pro. Ne, und zum Glück gibt es da die ein oder andere Band, die das heute noch so macht oder die wenigstens so klingen. Ne? So, da bin ich immer sehr erfreut. Dann nach deinem Mail-Order quasi hast du ja mit dem Tätowieren angefangen. Aber du hast ja auch schon als Tätowierer... hast du Plattencover gemacht, ne? Hast du nicht von, wie heißen die nochmal? Die Band oder von, Miles to Go. Miles to Go? Die Band von Krämer damals, da habe ich was gemacht. Die hast du gemacht? Warte mal. Von so einer 7-Inch, Ich hab nur die beiden. Nee, da war so ein Limited-Cover, glaube ich, für irgendeine Show.
die so eine Proberäume, irgend so eine Release-Show oder sowas. Da gab es auch nur 50 Stück von oder sowas. War eine geile Band vom Krämer, ne? Ey, also ich fand die geil. So besser als Tears of Blood, ne? Oh, aber, wenn du mich fragen würdest, was ich besser fand, weiß ich gar nicht, welche Antworten du gleich gesagt. Kommen die ganzen Dinger hier. Kings der Krämer, hab ich schon lange nicht gesehen, ey. Die hab ich ein paar Mal auch tätowiert früher mal. Ey, ich weiß gar nicht, was der heute noch macht. Der müsste auch 50 sein oder so mittlerweile. Ey, Spaß beiseite, ich tätowiere lustigerweise ab und zu die Schwester. Und, die hat mir letztes Mal gesagt, der geht. Also, letzter Stand der Dinge, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Meinte, der geht immer noch ins Altenberg, ey. Könnt ihr vorstellen, der steht noch so in der Ecke so, yo. Ja, das ist aber auch ein paar Jahre her, die Info, ne, schon wieder, ne. Aber immer noch macht, weiß ich nicht, ey. Ich weiß. Könnt ihr dir vorstellen, der steht da immer noch mit Peggy's weiße Ärmel. Ist ein bisschen Running Gag, ne? Ist ein bisschen Running Gag, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. So. Ey, der hat auch so einen übel geilen Humor, ey. Ja, ist ein witziger Typ auf jeden Fall, ja. Wie der eine immer, ich weiß noch, wie der immer ankam, so, ey Chris, ich was ist, ey, siehst du die Fette da? Ja, was ist mit, die mache ich mir gleich klar, ich stehe auf richtig fette Weiber. So, und stehst dabei, lachst dich voll kaputt und der hat dann immer so dumme Fressen dabei gezogen. Du konntest gar nicht mehr anders als lachen, weil er nur Scheiße im Kopf hat. Ja, die ist ein paar Tage her alles, ne? Ja, da waren wir alle noch was jünger. Der war schon was älter, wir waren schon noch was jünger. Nee, aber hast du nicht vom Brothers in Crime das Plattencover auch gemacht? Doch, stimmt, habe ich auch gemacht. Brothers in Crime habe ich auch gemacht. Stimmt. Die habe ich nicht. Junge, siehst du, du änderst dich besser als ich, guck mal. Ja, das ist so, ich kann mich an viel unnützen Kram erinnern halt, ne? An wichtige Dinge meistens nicht, ne? Aber... Ne, dafür bin ich ein guter Telefonjoker bei Wer wird Millionär. Ne? Auch viel Werbe. Ja, sicher, ne, wenn man mit mir teilt. Ruf ich dich an nächstes Mal. Wenn du beim, wie heißt der nochmal, Günther Jauch sitzt da. Ruf dich nächstes Mal an, ne? Stell dir die kompliziertesten Fragen, ne? Die du alle weißt. Ich weiß sie alle. Ich kenne alles. Nee, So, dann hast du, als du dann... hast du den Mailorder dann verkauft oder einfach eingestellt? Nee. Das ist, glaube ich, die Zeit, aus der Mudra mich schon so kennt. So. Also das war so, boah, lass mich das mal alles zusammenkriegen mal eben. Also der Mailorder wurde auf jeden Fall irgendwann viel. Ja, da wurde auf jeden Fall echt viel. Und da konnte ich mir natürlich auch so, ich habe damals eine Lehre gemacht, ich habe Industriekaufmann gelernt und da habe ich irgendwann so, weißt du, das war, wie alt war ich da, 20 oder was so? 20, 21 halt. Und ich komme halt aussuchen, was mache ich jetzt? Weil das wird halt echt viel. Du kommst nach Hause und hast da jeden Tag, ich komme halt plus minus vier Uhr von der Arbeit nach Hause und hab da jeden Tag, was weiß ich, wie viele Briefe liegen. Weißt du, manchmal mit Bestellungen und so, weißt du? Und das war ja Prä-Internet, ne? Das war gerade so der Wechsel, da fing gerade mit so Modems und so einem Kram, weißt du, da war noch das Beep, die Geräusche. Relativ früh alles, ne? Was sagst du? Du hast den ganzen Modem-Kram auch schon relativ früh gehabt, ne? Ja, klar, ey, wenn du den Kitzel fragst und so, ich habe damals für Crucial Response die Websites gemacht und so ein Kram, weißt du? Das ging so damals los, so, weißt du? Gibt heute noch, ne? Hä? Crucial Response gibt heute noch, der verkauft so die ganzen Eyeball-Platten noch für ein Apfel und ein Ei immer. Ja, der Peter ist noch am Start, ey. Ich habe da letztes Mal, ist echt lustig, ich habe letztes Mal einen Brief von dem so gekriegt, beziehungsweise ein bisschen mit dem geschrieben, ey. Und der hat mir so eine Platte geschickt, bla bla, und ich habe ein paar Poster bestellt, ganz lustig, ey. Ja, der ist noch am Start. Aber ich habe den persönlich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ne? Ich glaube, der wohnt einfach in so einer Höhle drin, wo der den ganzen Hardcore-Kram bunkert. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, der wohnt in Essen. Ne? Das ist, glaube ich, mein letzter Stand der Dinge. Ja, ich meine auch. Das ist in Meidrich oder so, glaube ich. Ja. Aber will ich keinen Scheiß erzählen. Das ist auch echt schon... Ey, wie lange das her ist, ey. Nee, aber mit dem Mailorder, klar, da war so alles so Prä-Internet beziehungsweise Anfangsphase. Internet hat das natürlich ein bisschen leichter gemacht mit Bestellen, alles drum und dran. Aber nee, da war schon alles schon so Handbriefe schreiben und so ein Kram und Geld schön rüberschicken nach Amiland und alles drum und dran. Und ja, wie gesagt, da wurde dann halt irgendwann ziemlich viel. Und da konnte ich mich entscheiden, ja, was mache ich jetzt? Ich habe da ein bisschen Bock drauf verloren, gebe ich offen ehrlich zu. Einfach aus dem Grund, weil einfach so viel wurde. Und weißt du, ich wollte noch ein bisschen Privatleben haben. Und du kannst dich ja entscheiden, was machst du jetzt? Weißt du, gehst jetzt feiern oder hast Spaß? Weil eigentlich musst du jetzt Platten packen. Klartext, ne? Also ah, klar. Viel. Und da habe ich dann irgendwann ein bisschen Spaß dran verloren. Und dann haben wir halt aufgeteilt. Da habe ich dann mit zwei Kumpels zusammen gemacht.
Und dann sind wir da in den Skateladen vom HQ da in Mörs mit rein. Mit so einer Mini-Abteilung mit Platten, sag ich jetzt mal. Und das ist echt schief gelaufen. Ne? Kann man schon das sagen. Ne? Ja, gut, das war, ich glaube, da waren wir echt alle ein bisschen zu jung und unerfahren und dann ist alles ein bisschen drunter und drüber und weißt du. Das war vielleicht ein bisschen, ich glaube, wirklich dem Alter geschuldet, weißt du. Da waren ein paar Bengals, sag ich jetzt mal, die da einfach so was aufziehen. Und das hat einfach echt nicht gut funktioniert, rückblickend. Ne? Und ja, so ist es dann halt, ne? Ja, das aber ist ein Jahr gut gegangen oder was so, weißt du, das waren halt, alle haben versucht, so ein bisschen gut, was machst du jetzt? Ich wollte halt durchstarten und das hat einfach nicht geklappt. Also da ist nichts bei rumgekommen. Die Kommunikation war einfach nicht so geil und ich denke mal, wir waren einfach viel zu jung und unerfahren. Ja, also das ist, so ist. Aber trotzdem hast du es gemacht und das ist geil, ne? Ja, so, ja, klar. Frag mal die jungen Bengals heute, was die heute für die Mucke machen, ne? Außer ich gründe eine Band und machen die nichts mehr, ne? So. Außer. Ach, weißt du, aber warte mal, sorry, da muss ich immer intervenieren, ey. Weißt du, die Leute, die schimpfen immer auf die Jugend, das war schon immer so. Und ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Nee, ohne Witz, das war schon immer so. Und ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, weißt du, weil Menschen sind Menschen, weißt du, es gibt immer Leute, die machen was Produktives und was Geiles und gibt halt Leute, die machen halt nicht viel Produktives, weißt du. Gibt Leute, die nehmen Sachen ernster und ziehen halt voll durch und Leute, die halt nicht so machen. Von daher, ich halte mich da mal sehr bedeckt mit den Sachen, wenn ich immer mal sage, ah, die von heute und so. Nee, und so. Also das ist nicht mein Ansatz, ey. Ich kann das auch nicht mehr so sagen, da ich ja sehr viel Bands aus dem Underground ist immer ein Kackwort, aber sehr viel aus dem Metal-Bereich kennen mittlerweile auch ein bisschen moderneren Metal. Ja. Wenn ich so Bands sehe wie Voracious, die wirklich Gas geben, ne, so Deathcore aus Duisburg. Ja, sagt mir so, ja, klar. Ne, hab ich schon mal gehört. Von dem Mirko, ich glaube, die Freundin bekommt zu dir zum Tätowieren. Genau. Ja. Genau, die Chantal. Ja. Das ist so. Ist ein guter Junge. Richtig lieber Kerl ist das. Ich habe auch viel Kontakt mit dem. Netter Junge. Ne, mit einer brutalen Stimme. Wenn du die live gesehen hast, scheißt du dir in die Hose. Der ist nur so groß, ey, wie so ein Dackel, Alter. Und bölkt da rum. Junge, das ist ja unfassbar. Naja, aber dann gibt es noch so Bands so im Thrash-Metal-Bereich, Infestation. Die sind alle so Anfang, Mitte 20. Ne? Ultra geiler Thrash Metal, ne, für das, so alt wie die sind, ne, dann machen die jeden Scheiß selber, spielen jede Show, die spielen können, ne, wenn irgendwo in unseren Gruppen auftaucht, ey, wir brauchen noch eine Band für da und da, wie sieht das aus? Ey, die Jungs sind am Start, egal wo er ist. Ja, das ist halt, was ich meine, weißt du, gibt halt Leute, die geben halt Gas, gibt halt Leute, die geben halt nicht so Gas, ne? So ist das schon immer gewesen, wird das auch immer sein, denke ich mal, ne? Na, so, aber das ist ja auch schön, gerade, ich beobachte die Hardcore-Szene so entfernt, kriege so ein paar Sachen mit, wenn mal irgendeine Band am Start ist, aber ist auch zum Teil halt einfach auch der geschuldet, dass das nicht mehr so meine Musik ist, so. Es gibt Bands, die höre ich mir an, so weil die irgendwas haben, was mich flasht, so wie zuletzt Conservative Military Image oder Age of Apocalypse, die finde ich ziemlich geil. Ne? Aber dann... Boah, dann wird's wieder mau, obwohl der Nagi, der hat mir eine Band geschickt aus Thailand, die ist richtig geil, Whispers heißen die. Das ist eigentlich Kickback. Ja, das ist Kickback nur mit einem anderen Sänger, so, ne? Ja. So, und die essen gerne Krabbenchips und so weiter, das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich wütende Musik. Ich finde die sogar besser als Kickback, wenn ich ehrlich bin, weil die Qualität der Mucke geiler aufgenommen ist. Ja. Darf natürlich den Kickback-Puristen nicht sagen, aber sind wir mal ehrlich, gute Musik haben Kickback nie gemacht. Die waren einfach nur wütend. Die haben ein paar gute Songs gehabt, ne? Ja, obwohl, nee, Alter, nee, muss ich korrigieren, ey. Ich finde diese 2009-Platte, ich habe No Surrender. Boah, Surrender. Die ja gut. Das ist Hammer. Das ist geil, Platte. Das ist ein Horrorfilm, ein Soundtrack für so einen psychopathischen Horrorfilm irgendwie, die ganze Platte. Boah, ich finde die auch mega geil. Ja, Ultra Power so und die ist eine optimale Symbiose zwischen harten, also harten Hardcore. Und Black Metal vielleicht, ja. Da sind auch viele Black Metal-Sachen drin, so. Ja. Und, Alter, ist einfach eine mega Platte, einfach weil die Ultra Power hat, ne? Also, die finde ich auch von A bis Z mega geil. Ey, als die damals rausgekommen ist, das weiß ich noch, da haben richtig viele Typen, die Kickback gefeiert haben, die Platte gar nicht mehr kapiert. Nee, verstehe ich auch, habe ich auch nicht verstanden, ne? Da war halt diese, hey, Junge, wir haben auch Sprünge drin, ne? So themenmäßig, ne? Zeitmäßig vor allen Dingen. Das ist ja egal. Das ist ja Gift und geil. Geht für ja, Krawalle. Egal. Ich gehe von der Zeit her, ist halt echt, wir machen hier wilde Sprünge. Jetzt habe ich den Faden verloren. 2009 sind wir jetzt gerade gewesen. Ja, Kickback, ja.
ich finde diese, die davor war auch geil, diese Mini. Die ist, was weiß ich, was, 150 Passion de Meutier. Die nach der Forever War rauskam, diese rote. Ja, die war auch geil. Die war echt super, weil die war ein bisschen mal was anderes, so fand ich. Ja. Die war super, ey. Ja. Aber dann kam die Never Surrender halt raus und das ist halt, da ist so viel Neues drauf, da sind so viele Geräusche, Störgeräusche, Samples drauf, so. So ja. Und dann, boah, ich finde die auch extrem hasserfüllt. Also wenn du eine Platte hast. Power. Ne, zeig mir eine Platte, die mehr Hass in sich trägt wie die Platte, dann das ist fast unmöglich. Ne? Also du merkst halt, dann alle richtig Bock hatten, auf das was zu machen, ne? Also richtig, ja. ist halt Power, ne? Finde ich auch mega geil, ne? Danach kam ja nochmal eine Platte raus und die war so ultra scheiße. Ich muss echt pissen, Alter. Wie machen wir das? Ja, geh eben, ich warte auf dich. Ja, bist du sicher? Klar. Kannst du zusammenschneiden? Ja klar, und der Marcel schneidet das. Sehr Hauptsache, du hast eine Hose, wenn du aufstehst. Warte mal. So, jetzt bin ich wieder auf jeden Fall. Das ist mir mal passiert. Da habe ich so Kopfhörer so angehabt. Ich weiß gar nicht, wer da geredet hat. Ich glaube, ich habe mit Marcel die Folge gemacht. Da war das noch ein reiner Podcast. So. Und dann habe ich einfach für alles geredet, richtig weggebrettert und habe gar nicht darüber nachgedacht, ob man das eventuell hört. Und in der Folge hört er aber auch. Du hast keinen Hund, ne? Du hast keinen Hund, oder? Nee, ich konnte auch auf. Hund, nicht, weißt du doch. Ja, vor allem wenn Riech. Nee, wir waren ja zuletzt waren wir bei Kickback. Ne, das ist halt. Ajo. Ja. Ach, die Scheiße, genau, die ja nach so Surrender gekommen ist, ne? Ja, 2012 oder so kam die, glaube ich, raus. Unglaublich miese Platte, ey. Müll. So, danach, deswegen gibt es die, glaube ich, auch eine Mary Band. Die dann, jetzt sind ja, das. Ja, ey, die Platte war einfach kacke, ja. Ne, ja, das ist ja auch so eine Band gewesen, sobald die irgendwo gespielt hat. Es gab damals, ich muss wieder so einen Zeitsprung machen, ich verwirre dich mit Absicht. Ich finde das total geil. Das ist echt verwirrend, ey. Ich bin auch so mental bei meinem Mail-Order-Ende so, weißt du, und du bist was so 99 oder 2000, also 99, du bist so, du hast Kickback 10 Jahre vor, nach vorne, bam, Zeitmaschine, weißt du. Du hast Kickback umgeworfen. Nee, wir haben über Mail-Order geredet. Über neue Bands. Jetzt sind wir bei Kickback, ja. Nee, weil ich sagen wollte, es gab so eine Handvoll Bands, die so was losgetreten haben, dass die Jungs und Mädels wieder ultra wütend hart gemoscht haben, obwohl die Musik. So, war eine Zeit lang weiter Kickback, dann kam Six Feet Ditch noch. Ne? So, das waren so Bands. Ich sag dir, die Band wurde gestartet. Meiner Meinung nach. Okay. Hatebreed. Ist so. Also, ja. Also, meine Meinung. Hatebreed. Ja. Aber Hatebreed ist heute noch geil. Ja, die anderen gibt's auch mega geil. Ja, ich finde die Songs halt immer so geil, so, aber die ersten Sachen sind halt immer noch. Ich finde, das ist immer noch eine coole Band, keine Frage. Ja. Aber ja, damals, als das rausgekommen ist, das war halt echt einfach nur. Das waren so alte Kinder, die erstmal so, was ist das, ne? Die anderen sind, ne? Boah, also der Demo. Ja, mit dem Affe drauf. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gehört habe. Ich weiß ganz genau, bei wem ich das gehört habe und wie das alles war, das Setting. Weiß ich noch ganz genau. Das war in Holland, bei irgendeiner Spawn-Show und der Dirk Zeiser hat das damals mitgehabt. Und der so, Alter, ich hab das, müsst ihr so hören. So, mach mal an, so in einem Auto. Und dann so, hörst du. Dann singst du, was ist das denn? War der Empty Promises schon auf Demo da, oder was? Ob Empty Promises schon dabei war? Ja. Ich meine, weil es gibt so eine Hatebreed-Demo vor der Under the Knife, da wird die wahrscheinlich die sein, die du gehört hast. Da war ja der Song Under the Knife drauf, da war Smash Your Enemies schon drauf. Ey, da war der 16, der Jamie Jester, Alter. Boah, ey, ich muss jetzt lügen, ne? Mein Gedächtnis ist zu schlecht. Ich weiß nur, was der halt angemacht hat. Und das war das Demo. Aber ich weiß gar nicht, welche Songs jetzt richtig drauf waren. Mein Fehler, aber das war auf jeden Fall, wie sagt man so schön, ein Game Changer? Ja, das glaube ich. Wenn man das erste Mal hört, das war ja auf jeden Fall mal ein anderer Sound, ne? Ich hab die nämlich. Hier, die hole ich jetzt mal hier. Da hätte ich alles vorbereiten können, aber ich habe ja nochmal geschlafen kurz. Ey, aber Alter, wir machen ja wirklich Höckskin auf Stöckskin, ne? Ja, du red mal weiter über
den Mail-Order, also hier mit der Hatebreed, das ist ja geil. Ja, ne, das war halt damals, ja, Satisfaction, ja. Ne? Sieht keiner? Unscharf. Keine Ahnung, warum es so unscharf ist. Egal, ja, ist halt, das war halt die erste CD auf Victory, ne, beziehungsweise Platz auf Victory, ne. War auch geil. Davor fand ich nur einen Tick geiler, gebe ich zu, wegen dem geilen, rumpligen Sound. Aber, das war schon super, ne. Ja, super, Alter. Boah, Meister, Masterpiece. Warum ist, ja. Ach, unscharf, Arschlecken. Für mich, also die beiden Hatebreed-Platten, die haben den Weg geebnet für die Band, ne? Ja. Aber die beste Hatebreed-Platte, die gibt es die. Perseverance? Ja. Ja, Perseverance. Oh, und dann ist das, ey, um mal ganz objektiv zu sein, ist es dann die beste, ausgereifteste und immer noch die kompakteste und die am meisten Energie und die Produktionszeit geil, ne? Ja. Ultra geile Platte. Hat so mir auch voll umgehauen. Danach auch mega gut. Die ist auch noch gut, sind ein paar gute Songs drauf, aber da verlieren sie schon ein bisschen, wenn du mich fragst. Ja, also ich finde, wie gesagt, die Perseverance, das ist für mich, da ist jeder Song geil drauf. Ne? Also, absoluter Killer. Wenn schon der erste Song Proven, Alter, boah. Ja, das ist für mich auch die beste Platte. Also die Produktion ist halt geil, alles drum und dran. Und ja, keine Ahnung, die Platte hat mir auch viel gegeben und viel bedeutet, so was das war. Ja. Text auch mega geil, alles eine super Platte. Ich wollte gerade sagen, du warst ja auch ein riesiger Triple X-Fan zu der Zeit, als der Film rauskam. Und da hat die. Da war ja I Will Be Heard im Intro, im Film. Ja, das stimmt. Ey, aber ey, I Will Be Heard ist echt der schlechteste Song auf der ganzen Platte hier. Aber der ist berechtigt darauf, ist immer noch ein guter Song. Aber auf der Platte der schlechteste. Song. Auf der Platte, das ist wie mit Destroy Everything, der Song ist total scheiße eigentlich. So, aber, ich finde ihn auch gut, ey. Boah, nee, das ist so. Das finde ich guter Song. Ja, weil das ist aber so ein Disco-Lied, wie I Will Be Heard, so, also Destroy. Warte auf, Sekunde, das ist in deinem Kopf ein Disco-Lied. Weil du Disco hier gehört hast, aber irgendwo anders wirst du das wahrscheinlich nie gehört haben, von daher findest du das scheiße und denkst, das ist ein Disco-Lied. Weißt du? Ja, ich habe schon mal live gehört, ne? Da war, live ist das geil, ne? Ja, das ist super. Also Hatebreed ist auch live eine der besten Hardcore-Bands. Ne? Ich finde die auch gut. Wie gesagt, ey, Alter, ich war schon Ewigkeiten immer auf dem Hatebreed-Konzert, so, weißt du? Aber ja, das war so nach. Das ist auch schon 10 Jahre her, so. Aber ich weiß, dass du eine Band abgöttisch liebst, mit dem Sänger bist du auch befreundet. Und ich glaube, es gibt keine Band, die du mehr gesehen hast und supportet hast wie die Band. Ich glaube, und da sind wir bei Mayhem. Nein, Quatsch, Terror. Ne? Terror ist ja, eine super Band. Ne? Die hast du schon wahrscheinlich zu Buried, wie hießen die? Buried Alive? Buried Alive Zeiten gehört, oder? Ja, die gab's ja damals noch nicht. Ja, da hießen die Buried Alive, so. Scott Vogel. Ja, die haben es ja aufgelöst, dann kam halt Terror, ne? Aber wie lange kennst du es? Ich weiß genau, was du gerade denkst. Du denkst an so eine Szene in Köln am Konzert. Mit so einem PL, ich weiß halt ganz genau. Du halt grad, ja. Das ist das nächste, was du sagen willst. Weil da habe ich gesehen, wie stark. Da hast du die Monitorbox einfach fast über die Bühne geschmissen. Da warst du richtig wütend. So kann ich dich gar nicht. Ja, aber ein gutes Konzert, ey. Der Lineup war mega gut. Am Lionheart gespielt, da am First Blood gespielt. Backtrack war die erste Band. Und Terror war Headliner. Und da muss man sagen, da war bei Lionheart nichts los. Da hat die keiner gehört. Hat der noch eine Glatze gehabt? Ich kann mich auch gar nicht an Lionheart erinnern, ehrlich gesagt. So. Die erste Band war Backtrack. Da ging gar nichts. So später haben die ganzen Hipster Hardcore-Moscher da Backtrack gefeiert. Dann hat Lionheart gespielt. Da war auch schon fast nichts. Die waren auch live da relativ belanglos, finde ich. Dann kam First Blood. Die sind ja eh geil, ne? So. Mit den Karl Schwarz, könnte auch Karl Schwarz, das ist so ein Name, könnte auch eine Trinkhalle hier haben. Hallo, mein Name ist Karl Schwarz. Ja, auf der Optik passt nicht, ey. Da könnte ein philippinischer Thai-Boxer sein. Ja, und dann haben wir Terror, und bei Terror ist ja eh immer, da war noch im Underground, gibt's ja leider nicht mehr. So, also Terror ist live eine Band, ich glaube. Die haben mittlerweile leider nicht die Größe, die verdienen, weil die halt auch sehr viel kleine Shows spielen und leider viel Support-Kram machen, obwohl ich finde, die sollten bei den meisten Shows den Headliner machen. Aber ich glaube, das ist ja, der Scott Vogel, dem ist das scheißegal, so.
der scheißt da drauf. So, der ist halt noch die alte Schule so. Aber wenn Terror spielen, dann ist auch Terror angesagt. Da ist immer volles Haus und da geht immer die Hölle ab. Ne? So, Ich war schon Ewigkeiten immer auf eine Terror-Show. Oder? Ewigkeiten. Ich gehe zu Buried Alive, aber. Ey, wann ist. Das ist. Spielen die in Deutschland eine Reunion-Show? Ja, ist ja keine richtige Reunion. Ich glaube, die spielen gerade ein paar Shows in Amiland sowieso. Ob das eine richtige Reunion ist, weiß ich nicht so. Aber die kommen auf jeden Fall auf Tour, ne? Die spielen in Panic. Panic sei ein super Laden. Boah, Alter, Buried Alive, ey. Da? Ja, also, glaube ich, wann war die Buried Alive? Wann ist die rausgekommen, die auf Victory? 98 oder so weit. Ja, so x Jahre her. 2001 kam die erste Terror raus, die Life and Death. Wow. Alter, die Zeit, ne? So, wow. Aber Buried Alive, ey, da will ich dich aber auch sehen mit so Spin-Kicks und sowas, ne? Da musst du auch mal moschen. Mit so Spin-Kicks wild abgehen, ne? Nee, ja. Zieh ich mir schon rein, so, ja. Hab schon Bock, ne? Ich habe auch immer Bock, aber ich muss immer arbeiten. Das ist genauso wie die beiden End of Days. Ne? Ja, die beiden End of Days Shows beide verpasst. Aber schön ist, dass End of Days wieder da sind, Junge. Das ist geil. Stimmt, ja. Ey, ja, die nehmen Platz auf oder was, ne? Boah, Junge. Ey, das ist ein neues Logo. Ey, Kevin Otto, einer der nettesten Typen der Welt. Und dann siehst du noch, super, du hast direkt Angst. Ne? Ja, ey, ich kenne niemanden, der Kevin Otto scheiße findet. Niemanden. Geht auch nicht. Nee, für mich, nicht. Super Typ. Für mich schon immer so im Ruhrpott-Hardcore die geilste Stimme von allen gab, obwohl ja, im Ende für mich nie eine Hardcore-Band war, ne? So, ich hab, ne? Also wenn du die Hate Anthems, die vielleicht irgendwo bisschen Mosh, bisschen Metal, aber die Dedicated to the Extreme ist eine Death-Metal-Platte, wer da was anderes sagt, der lügt. Die wurde schon, ey, ganz ohne Scheiß, das war auch die Zeit, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen aufgehört für Hardcore oder für die Szene oder was auch immer so ein bisschen zu interessieren, weil das wurde mich dann irgendwann zu Metal, weißt du, was ich meine? Also das wurde mir zu Metalcore, ist glaube ich das richtige Wort. Ja, also so mit Bands so, wie... Dann Heaven Shall Burn und was weiß ich was so, was, Caliban, der Cataract. Cataract. Caliban, ich nehme ganz kurz. Der Cataract finde ich auch gut, aber Caliban so... Ja, da tut man dann irgendwann zu. Ich sag mal, Metalcore ist, glaube ich, das richtige Wort. Sowas. Das war echt nicht so ganz mein Ding. Aber Caliban war 2001 schon. Das war Heaven Shall Burn. Aber da waren die noch geil. Da haben die diesen, wie heißt die andere? Morning Again Sound da gefahren noch. So, da waren die so richtig wütend, wie die diesen Straight Edge Metalcore aus Amerika kopiert haben. Die 90er-Jahre Straight Edge. Ich sag mal, glaub, ich muss meine Wahrnehmung dazu sagen. Also ich weiß halt auch ganz genau, das wird so Ende der 90er, Anfang 2000. Ich war mit True Blue unterwegs, irgendwo im Osten, und die haben es auf jeden Fall mit Heaven Shall Burn zusammen gespielt. Ne? Und ich glaube, Amulet, so eine befreundete, so Straight Edge Band aus Norwegen haben da gezockt. Und das war cool, weil die Typen von Amulet waren auch cool, Kumpels halt. Heaven Shall Burn haben auch gezockt und irgendwie habe ich was von denen mitgekriegt, fand die ultra scheiße. Ich dachte, war echt so gar, das ist so gar nicht mein Ding, so, weißt du, musikalisch so. Und mit Caliban war genauso. Das Caliban ist halt eine Ruhrpott-Band, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und damals, als wir den Mail-Order gemacht haben, kam auch, glaube ich, die erste, oder als wir den Plattenlander gemacht haben, kam auch, glaube ich, die erste Mini raus auf Alberan. Die Vent. Das war halt ultra scheiße. Also ich das sagen, war so, also diese ganze Metalcore in Anführungsstrichen Ding, das ist echt gar nicht mein Ding, ne? Das war ja ultra kacke, ja. Ich finde, es gibt richtig guten Metalcore. So was es heute so gibt, das ist ja alles nicht mehr meins so. So, wenn ich so die, so von fast jeder Band, die ich damals gehört habe, finde ich immer noch so die erste große Platte, so wie zum Beispiel die Alive or Just Breathing von Killswitch Engage, finde ich geil. Ne, ich finde auch von Caliban, die haben eine Platte, habe ich die hier stehen. Guck mal, das ist alles so, wenn du so eine Platte hier im. Das hat, wenn einer zu mir Emo sagt, dem hau ich dafür auf die Fresse, ne? So, wo ist die? Da. Das ist für mich von der Qualität und vom Sound her die beste Caliban gewesen. Keine Ahnung, ey, bin raus, ey. So, ich habe da Demo damals oder die erste Platte gehört und danach irgendwie. Ich weiß, dass das ein Ding ist, aber ich fand immer scheiße. Sieht man nicht, ne? Wie lustig die da aussehen. Nee, kann ich leider nicht erkennen, das ist voll unscharf. Aber ich habe die Typen immer gesehen, die waren immer im Planet. Die sind immer in Bochum da auch rumgesprungen, weißt du?
Ja, aber ich sag mal, da wird nicht deine Musik sein, ne? Ich weiß, deine Musik ist so weit hier. Kann ich nie erkennen, ne? In. Im Blood We Trust. Hab ich auch nie richtig gehört, ey. Da war, ist doch schon ein bisschen hinter meiner Zeit so. Nein, aber hier zum Metal. Ich so, aber. In dieser 90er Jahre Metalcore, den finde ich halt geil. Da gab es ja, hießen die Overcast oder wie hießen die? Die waren geil. Ja, die kenne ich auch noch. Aus Boston. Das ist ja. Ja, das ist die, die hießen danach Shadows Fall. Ja, Overcast fand ich ganz cool, Shadows Fall nicht mehr. Also Shadows Fall zu Metal geht nicht, das ist gelogen. So, Shadows Fall haben zwei gute Platten, danach wurden die mir aber zu sehr in so eine, gab es eine Band aus, ich glaube auch Boston waren die, Diecast hießen die. Ja, die kann ich mir auch erinnern. So, und da war so One-Hit-Wonder auch irgendwie. Und die wurden dann auch so, die haben so eine ganz komische Entwicklung durchgemacht, wo ich mir dann so dachte, so, warum denn, ey? Lass das doch sein. Mach doch das, was vorher war, was geil war. Genauso wie so Full-Blown Chaos am Anfang geil waren. Ey, warte mal, ich muss da mal eine Sache korrigieren, ey, mit zu Metal, ne? Ich muss das richtig formulieren. Ich finde die meisten, ich mag ja Metal, ne? Ich bin ein alter Metalhead auch. Aber ich finde viele Bands, die so eine Hardcore-Band waren, schrägstrich sind, und dann irgendwie so Metal machen, oft Cheat, ey. Und das fand ich bei Shadows Fall. Ich weiß, Shadows Fall ist wahrscheinlich ist ein absoluter Geschmack. Ich weiß, dass viele gut finden so, aber das war halt irgendwie, hat das für mich nicht funktioniert, ey. Overcast fand ich noch ganz cool. Und dann wurde das irgendwann, ich sag extra zu Metal, weil einfach nicht funktioniert hat für mich. Weißt du, und deswegen so, ne? Um das mal gerade zu stellen. Ja, gut, man muss immer so sehen, wenn du die Band, wenn du Over, ich kannte erst Shadows Fall und dann Overcast. Bei mir war es andersrum. Wenn du ja, das, vielleicht, ja. Wenn das bei dir andersrum war, natürlich ist dann, wäre genauso, war da, welche Band ist denn zu Freya geworden? Da war da auch irgendeine Band, die vorher. Ja, nee, Earthcrisis, ich glaube, es ist ein Side-Project, aber. Ja, so, dann hast du Earthcrisis ultra geil und dann kommt er mit so einer Emo-Band um die Ecke, wo du dann denkst, was soll die Scheiße? Na, ich fand die gute, Freya, gute Band, ey. Verdammt, ah, die ist super. Die gibt's wieder, die haben auch ein neues Album draußen. Hab ich auch am Rande mitgekriegt, ey. Ja, aber hör nicht. Ja, aber hör nicht. Hör nicht. Okay. So, ich finde die eine Platte von den geil, das April Witch ist da drauf, der Song. Das ja, ist ja ganz. Gar keine Ahnung, ey. Ich finde Asuka ist super, Freya lief so nebenbei und ich weiß, dass Freya, dass ich die auf jeden Fall gut fand oder finde und dann aber auch nicht weiter verfolgt, weißt du. Na. Also jetzt nicht so, auch nicht so eine relevante Band hast dazu, finde ich. Ja, du bist ja auch so ein stumpfer Musikhörer. Das ist ja, habe ich ja schon öfter mal festgestellt. Sobald etwas an der Gitarre passiert, was du nicht gut findest, dann findest du die Band direkt nicht. Hey, kann gut sein. Vielleicht kannst du besser beurteilen als ich. Ey. Ja, aber ich mag schon. Aha. Es ging zum Beispiel, explizit geht es mir dabei um eine der härtesten Death Metal Bands auf diesem Planeten. Kommt. Dying Fetus. Und wenn dann kommt, aber warum macht er immer diese Dillililili? Warum macht er das nicht? Ey, warum macht er das? Ey? Das könnte so geil sein. Ey, das ist eine gute Band, weißt du? Aber das könnte perfekt sein, wenn er das nicht machen würde. Weißt du, also irgend so ein, ja genau, ich möchte das Lied oder wie du gerade gemacht hast. Alter, warum, ey? Weißt du, die Band könnte so, die ist eine gute Band, aber die könnte perfekt sein, wenn das nicht machen würde. Ja, aber. Warum? So, dann sind wir ja wieder bei dem Ruhrpott-Bolo-Hardcore mit drei Akkorde. Dün, 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 dün. Das ist doch langweilig. Ah, come on, ey. Nee, ich meine, das ist halt, ey, Alter, langweilig, langweilig, langweilig. Ist Bolzmore langweilig, ey? Weißt du, ich meine, die waren auch nein. Mal dasselbe so, weißt du, aber ist das langweilig? Nein, ist aber geil, weißt du. Es gibt Bands, die dürfen das auch, ne? So, und Bolzrohr, ja, Bolzrohr, die war eine Ausnahmeregelung. Das ist auch so, da muss man sagen, wer Death Metal hört und sagt, Bolzrohr wäre kacke oder langweilig, der soll kein Death Metal hören, ne? Das gehört verboten. Ich kenne niemanden, der Bolzrohr nicht mag. Also Metalhead. Also es gibt, ich kenne niemanden, den ich je gehört sagen, Bolzrohr ist scheiße. Oder irgendwas. Habe ich noch nie gehört. Nie. Ich kenne Bolzrohr ja nur durch dich. Was? Ja, das war. Pass auf, wir standen vor Lifetime hinterm Forum noch damals. Und da hast du erzählt, boah, Alter, ich gehe jetzt auf fast jedes Konzert von der Tour von Bolzrohr. Boah, ich, ja, ich erinnere mich. Ja, weil ist das denn? Ne? Und da hast du mir gesagt, boah, hör ich For Victory, den musst du hören. For Victory, Junge. Das ist die beste Platte immer noch.
Dann bin ich natürlich, da gab es ja Spotify und so was noch nicht. Und dann habe ich bei YouTube hier Bolzrower for Victory und sitze zu Hause. Ich dachte, boah, Junge, das ist, als ob ein Panzer bei der Kanzel fährt, ne? Ja, geil. Ultra geil. Und da warst du auch bei auch fast jedem Konzert von der Tour, ne? War die letzte boah, Tour. Boah, ja, nee, da gab es. Na, warte mal. Ich habe immer die letzte Tour, ja, da war ich. Na, war das auf fast jedem Konzert. Ich war in Essen. Weststadthalle war cool, aber wir waren danach. Warst du mit in Belgien? Nee, da wollte ich mit. Wir wollten da zusammen wollte hinfahren. Sogar, ne? Da war der Flow of Death mit, der Balu war mit. Noch zwei, der Auto war voll. Der Krupski, glaube ich, war mit. Ja. Will ich keinen Scheiß, der Krupski war mit. Und noch jemand. Steffen war da auch noch mit, oder nicht? Wer? War hier Steffen noch mit? Der Huskamp? Huskamp? Ja. Weiß ich nicht, will ich keinen Mist erzählen, glaube ich jetzt nicht. Irgendwer war auf jeden Fall noch mit. Flo auf jeden Fall, Krupski auf jeden Fall und Balu, glaube ich, auf jeden Fall. Und noch irgendjemand. War zu fünft. Das war geil. Das war geil. Da hat auch noch hier Valenfire gespielt, diese Band Valenfire von diesem Paradise Lost Gitarristen. Ne? Ah, cool. Die haben auch, ja, die waren Opener, waren auch geil. Kann ich damals nicht, aber waren auf jeden Fall fett. Und ja, da war optimal, ne? Boah, so gibt nichts Besseres. Na, ich wollte damals unbedingt mit zu der Show nach Belgien, aber ich weiß gar nicht mehr, warum das nicht geklappt hat. Entweder war Auto zu voll dann schon oder so und irgendwas war da. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, dann gehst du nächstes Jahr, wenn die spielen, dann ist ja der Drummer da vor unten. Genau. Ja. Ich habe die mal in Luxemburg auch noch gesehen, das weiß ich auch noch. Das war auch mega geil. Das war so ein Matinee, Sunday Matinee war das. Das war ultra fett. Ja, das war ultra fett. Und ich habe so eine total bescheuerte Story, wo die in Endschädel 2 Tage gespielt haben. Da kann ich mich auch noch erinnern. Da haben die, habe ich die Karte für den falschen Stach geholt. Alter, ey, das war eine Scheiße, ey. Da waren irgendwie die ganzen Typen, ich weiß, wollten mit den Bottropper-Jungs fahren, also Knöffler und so, die End-of-Days-Typen. Und die sind irgendwie, ich weiß, kriegt das immer richtig zusammen. Auf jeden Fall sind die gefahren an einem Samstag. Und ich so, yo, ich komme mit. Und auf einmal hat der Knöffler zu mir, ey, zeig mal deine Karte so. Und ich so, ja, hier. Und der meinte so, Alter, wir haben alle eine andere Karte. Ich so, wie, ihr habt eine andere Karte. Und der so, ja, ey, klär das mal besser ab, so, ne. Hab ich dann im Club angerufen, ich so, ey, ich bin hier aus Deutschland und will gleich kommen, ich hab die und die Karte. Und der so, ne, die ist für gestern. Ich so, wie ist für gestern, ey? Er so, ja, hättest du gestern kommen müssen. Ich so, ja, und jetzt? Der meinte so, ja, hol dir eine Zeitmaschine oder was? Ich so, echt, pass auf, doofe Situation. Ich sag, ich stehe mit meinen ganzen Kumpels und alle bereit zu fahren und ist da keine Chance, dass ich reinkomme oder was? Der so, nö. Boah. Das war eine Scheiße. Ich so, ey, ich zahle extra, mir egal. Der meinte so, ey, du brauchst nicht kommen, du kommst auf keinen Fall rein. War ausverkauft, oder? Ja, Mann, waren beide Tage ausverkauft. Scheiße. Bolzer-Endschäde, das ist immer so ein Ding, so, weißt du, der war ein. Keine Ahnung, also auf jeden Fall beide Tage ausverkauft und dann bin ich dann halt zurückgefahren, ne? Die ganze Zeit sind halt gefahren, ich war so abgefuckt, Alter, der Tag war komplett ruiniert, ne? Boah. Und, ja, das war eine Scheiße, Alter. Da habe ich bei eBay die scheiß Karte geholt, so, ich meine, da war kein Abzug, war halt einfach für einen falschen Tag, weil ich gepennt habe, weißt du? Na. Junge, ey, da war echt wirklich ein abgefuckter Scheißtag, ey. Boah, glaube ich, ja. Wäre ich auch richtig mies gewesen, ey. Ja, aber mies auf jeden Fall, ja. Na egal, jetzt gibt's die gute Band ja nicht mehr, leider. Ja. Leider, aber dafür gibt's mir Programm, die sind auch geil. Die sind auch gut, aber ist halt nicht Bolzrohr, da wird halt jeder sagen, ne? Hör dir die erste Memoriam an, das ist noch Bolzrohr, danach wurde es was anderes, ne? Aber. Die erste Memoriam, ey, ohne Scheiß, die erste Memoriam finde ich ultra langweilig, ey. Ich finde, die sind immer besser geworden. Und ja, aber die. Ich am stärksten. Ich finde aber, die erste ist noch so, als ob das noch so Überbleibsel von der Bolzrohr-Zeit wäre. Karl Wolitz ist ein guter Sänger, ne? Ja, übel. So, aber das ist ja nicht nur, ich finde ja auch, ich bin ja ein riesiger Benediction-Fan. Warum komme ich von Benedict, von Bolzrohr Benediction, das sage ich dir. Ich habe Benediction. War da 22, habe ich den Turok gesehen. Ne, mit Marcel hier, mit dem Gift und Galle macht. Mein Nasenzwein. Und wir stehen da so die ganze Zeit. Ich habe auch, guck mal, die aus wie Joe Bench, Alter, ne? So. Na ja. Ja, das war Joe Bench. Okay. So. Junge, da hätte ich ein schönes Foto machen können. Das ist mir entgangen, weil ich dachte, da sieht einer so aus wie die und ich wollte mir nicht in eine peinliche Situation bringen. Ne?
Du so, ey, bist du Joe Bench? Die so, ne, du so, okay. So auf Englisch gehst du hin und die so, laberst du mich voll, du Idiot? Ja, genau. So, oh, boah. Aber Joe Bench oder was? Cool. Ja, ja, später habe ich gesehen, dass die Sängerin der Vorband ein Foto mit der gemacht hat. Ich denke so, nein, das war die tatsächlich. Scheiße, ey. Ja, aber. Also ich habe übrigens voll ein ultra geile Boardsaw-Foto, fällt mir gerade mal ein, wo, ich glaube, Gavin heißt der, wo noch so einen richtig fetten Iro hat, ey. Ist der Gitarrist gewesen, ne? Ja, ich mein, Gavin hieß der oder heißt der. Und da war, ich hatte auf jeden Fall einen richtig fetten Iro und auch so auf jeden Fall prälange Haare, ne? Ja, das ist alles nur Rockmaster-Zeit, als wir nur so Crust-Punk gemacht haben. Ja, aber das ist auf jeden Fall von früher so, weiß nicht, irgendwann so frühe 80er wird das Foto sein, denke ich mal. Ja? Das ist ja noch so ein fetten, so ein Stachel-Iro. Geil. Ja, das ist super. So, jetzt haben wir selber so Zeitsprünge gemacht, jetzt bin ich durcheinander. Ja, also unser Zeitmanagement ist für den Arsch. Auf jeden Fall ist eine Katastrophe. Es aber ist von Stöskin auf Stöskin Deluxe. Hard man muss es interessant halten. Nee, erzähl du. Was? Ich sag, man muss es interessant halten. Ja, wenn das ich weiß nicht, ob das interessant oder verwirrend ist, das kann ich nicht beurteilen. Das wird der Hörer, besser sagen können, so weißt du, aber ja, weiß ich nicht. Also, ja, da waren Zeitsprünge, wir haben auch heftige Metal- und Hardcore-Zeitsprünge. Szenensprünge, sag ich jetzt mal. Und also, ich weiß, so Hardcore-mäßig haben wir gerade, das letzte Mal, wir gequatscht haben, war, glaube ich, über Hatebreed so. Genau. Ja, oder gut. die Zeit waren so Metalcore und so, oder die Zeit waren so. Ja, wann. War, ja, war Hatebreed, wenn du das erste Mal Hatebreed gehört hast, so war das so gerade. Aber eigentlich war das Grundende von unserer, das erste, was wir gequatscht haben, das Ende vom Mail Order. Und wenn man vom Ende vom Mail Order redet, war das die Anfangszeit deiner Tätowiererei. Dann bist du zum Tätowierer geworden. Ganz genau. Das kann man schon so formulieren, ja. Wurde da direkt schon ein Lifetime gegründet? Nein, ne? Nee, ach Quatsch, nee. Ich habe erst Xanten gearbeitet, nenne ich halt mal, eine Zeit lang. Und bin dann da raus, ging einfach nicht mehr da. Und hab dann eine Zeit lang den größten Fehler, den kann ich niemandem empfehlen, zu Hause tätowieren. Habe ich eine Zeit lang gemacht, das ist total Schwachsinnsaktion. Und danach haben wir Lifetime gemacht. Frank und du direkt, na, damals, ja. Da wart ihr noch zu zweit, nur ihr beide. Ja. Nee, der Piwi. Ja, Ihr hattet noch einen Pierce am Anfang. Mhm. Ja? Das ist auch echt schon, Alter, 20 Jahre jetzt, ja. Ne? Oh, wow. Stimmt. Stimmt, ganz am Anfang noch den Piercer. Wenn jetzt heute einer anruft, wie sieht aus mit Piercings, ja, dann macht Black Magic Tattoo. Machen. Ja. Nee, den Gag gibt's leider nicht mehr. Der ist leider ein bisschen ausgestorben. War eine Zeit lang ganz witzig, ey. Aber Piercing werde ich nie verstehen, das ist ein Auf und Ab. Ey. Manchmal haben 6 Leute quasi am Tag angerufen, so manchmal, jetzt ist halt, wenn überhaupt, es ist wieder weniger geworden. Ich verstehe auch nicht, welche Wellen das schlägt, so, aber. Ich weiß aber nicht, warum man immer denkt, dass ein Tätowierer auch pierst. Kann ich dir sagen, weil das bei Instagram, glaube ich, oder ich glaube, das wird auf jeden Fall irgendwo bei Google auch, glaube ich, unter einer Kategorie geführt. Das ist so Tattoo-Piercing. Das ist so, als wenn du Pizza-Döner sagst, weißt du, ich meine, das ist Quatsch. Es gibt ja so Döner, die so Pizza anbieten oder so, weißt du, das wird immer in einen Topf geschmissen, für Leute im Kopf irgendwie verankert. Und deswegen, das ist halt, die sagen immer, ja, aber bei Google steht doch Tattoo und Piercing. Ja, das ist halt nur, weil es eine Kategorie ist. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich würde es gerne ändern, aber geht halt leider nicht. Ja. Boah, wenn ich mir vorstelle, wenn du jetzt so hier so ein Piercing hättest, so zwischen den Augen, hier, wie heißt das? Schön Bridge. Boah, Bridge, glaube ich. So eine Augen-Ding in hier, so ein Stachel, ey. Da würdest du schon wild bisschen, aus. Ne? Boah, der Gabberhoppe. Ja, wer will, ey. Blonder. Ja, gerade dabei. Aber wer weiß, vielleicht macht Piercing ein Riesen-Comeback mal. Wer weiß, eines Tages. Ich weiß es nicht. Ey, apropos Riesen-Comeback, wenn wir über Tätowieren reden, ist ja auch, dass mittlerweile wieder Leute gibt, die sich ein Tribal stechen lassen. Kann ja, gut sein, ich habe ich am Rande auch mitgekriegt. Ich habe das jetzt voll oft gesehen. Ey, ich finde Tribals nach wie vor nicht geil. Das war echt ein komischer Trend. So, ich weiß nicht warum. Ich bin ja auch nie mit warm geworden. Ich habe das auch nie verstanden. So, das ist genauso. Du hast bestimmt eins. So, das ist genauso, wie sich so der Josef aus Niederbayern ein Maori-Tattoo stechen lässt. Und so, wo ich mir denke, so, Junge, du bist doch nicht so Rock, Alter. Ne? Mach doch was anderes. Mach doch was Geiles. Ah, Tätowierer muss doch so sehen, immer zu verteidigen, so. Ey, das hat irgendwann mal so, als ich mich für Tätowieren angefangen habe zu interessieren oder so wahrgenommen habe, da kam ja in der Hardcore-Szene, sag ich jetzt mal, auch so die ersten Tattoos so langsam, weißt du. Und das war halt auch
echt ohne Scheiß, eher kleine Sachen, hier so ein Buchstabe oder so ein X oder so, weißt du, aber mal ein kleines Tribal, das hat halt dazugehört, ne? Das war damals aus irgendwelchen Gründen noch immer ein Tribal. Ich weiß gar nicht warum. Das war einfach so. Und da waren auch echt kleine Tattoos in erster Linie, ne? Also so, was du heute siehst, so, das war halt nicht so. Das ist halt 90er, ne? Da warst du ja schon immer wild, wenn du mal ein kleines Tattoo hast. Und wie gesagt, Tribal gehört halt echt dazu, ne? Wenn man die Dynamo-Zeit, weißt du, Dynamo so. Ja. Da, weißt du, kann man irgendwie Tribal, da war jeder zweite hast irgendwie ein Tribal da wahrgenommen, weißt du? Das war halt so, ne? Und wenn du heute ein Tribal trägst, bist du halt wahrscheinlich authentischer Zeitzeuge, so, weißt du? Wenn ich als hätte, würde ich es nie kammern lassen, ne? Na gut. Nie. Ne, echt, ey. Ja, wenn das noch original von früher wäre, wenn das schon blau wäre anstatt schwarz, dann ist das ja wieder cool. So, ne? Das ist, dann hast du das schon lange. So, aber ich weiß noch, wenn ich so alte Leute, Alter, ich bin selber fast 40, aber du weißt, was ich meine, ne? So die früher voll tätowiert sind, die haben überall hier die ganzen Arme voller, so kleine Klamotten, aber das ist der ganze Arm mit voll, ne? Da hast du mal Sternchen hierbei, so ein Würfel. Oder ja, klar, mal, ey, das ist halt Zeitzeuge. Ne? So, die Lücken wurden gefüllt mit Sterne, die so X sind, die so übereinander gemacht sind. So. Ja, eigentlich ganz cool. Ich finde das aber auch mega cool. Ich finde auch, umso schlechter ein Tätowierer selber tätowiert ist, umso besser finde ich den. Weißt du, was ich meine? Weil er authentisch ist? Ja, weil er da so, ey, du siehst so, wahrscheinlich wird er sich selber tätowiert haben oder seine Kumpels, die haben zusammen angefangen, keiner konnte, aber trotzdem geil. So, weißt du? Ah klar, pass auf, gibt eine lustige Story, gibt einen Kumpel, den Namen nenne ich natürlich nicht, aber du kennst ihn aus, Oberhausen, ein großer Autofan, der ist ziemlich ein großer Typ, ja, Namen nenne ich natürlich nicht, aber der war mal beim ziemlich bekannten Tätowierer, beim Norm, also N-O-R-M, so ein Schriftentyp, und mein Kumpel hat echt einen miesen Namen, also der, also das soll ein Drache sein, musst du dazu schreiben auf jeden Fall, was das ist, so, weißt du. Alter, echt ein richtig scheiß Arm, so, ein ganzer Arm, richtig nicht gut. Und der Norm-Typ meint zu dem so, ey, yo, voll cool, dass du noch so scheiß Tattoos hast, so ungefähr sinnbildlich gesprochen. Und der so, wie, meint so, ey, heute sehe ich alles nur so Bubblegum-Tattoos und alles sind so clean und so, weißt du, finde ich voll cool, dass du so noch so richtige so Aso-Tattoos hast, so, weißt du, ich meine, und mein Kumpel so, ja, cool, danke. Aber nee, das ist halt so, weißt du, der fand dann auch mega cool, der Norm, so, dass der mein Kumpel halt, ist die einfach so richtige Scheiße, du sagst, weil er meinte, es ist halt irgendwie authentischer, weißt du? Weil in den 90ern war es halt teilweise so, ist es halt so gewesen, weißt du? Du hast selten gute Tattoos gekriegt. Gut, aber wenn wir von dem gleichen Kumpel reden mit dem Autofan, der ist ja auch bis hier oben hin zugehackt mit alten. Ja, viele Tattoos, ja. Der hat sich vor kurzem erst wieder was stechen lassen, ne? Hier so ein Schritt irgendwo hin. Ja, kann gut sein. Nee, hier so Rosen. Genau, so Rosen, schwarz-weiß. Ja. War die Lu? Hat die Lu ihn nicht sogar tätowiert? Ja, die Lu hat den Steini tätowiert. Steini. Ey, oh, scheiße. Sorry, ey. Aber das ist nicht schlimm. Der wird ja nicht sauer sein. Der wird auch nicht. Ja, Quatsch. Oder der guckt dann jetzt erst recht, weil du in der Folge drin bist. So. Das ist der war eh schon immer einer der coolsten Typen, so, ne? Oh, ja, ich weiß, du hast schon früh viele Tattoos gehabt, ne? Ja, also. Ja, auf jeden Fall. Die ersten Jungs, die ich damals so gesehen habe, die so komplett zugehackt haben, war halt er und der Chris Arz. Ja, der hat auch schon früh gehabt, ja. Ne? So, ja. So. Ey, dann hast du die vom Weiten gesehen, dann denkst du so als so 19-jähriger Bengel, so, Alter, die hauen dir richtig auf Fresse, Alter. Der, guck mal, wie tätowiert die. Boah, Junge. Ja. Kommen die so auf dich zu, dann sind das die absolut nettesten Kerle der Welt, ne? Ja klar, ist doch immer so. So und das ist immer das Bild, dann, was man früher halt davon hatte, das habe ich ja heute nicht mehr, aber das hatte ich halt früher, wie ich so 18, 19 war, und denk so einer, der so zugehackt ist, Junge, der war auch bestimmt 10 Jahre im Knast, und weil der irgendjemand totgeschlagen hat, Alter. Nee, der Trick ist, die sehen nur so aus, ey. Ja. Und dann so, ja, ich trinke einen Rotwein und lese gerne romantische Komödien. So, okay. Ich nicht. Ja, aber tätowieren, du weißt, der ist ja irgendwann immer gesellschaftsfähiger geworden oder was, weißt du? Und dann ist er so, die ganzen Leute, die immer so wild aussehen, da steckt ja einfach auch überhaupt nicht wirklich jemand meistens nichts hinter, ne? Nicht immer, aber oft. Ja, ich finde, gesellschaftsfähig geworden durch diverse Fußballer oder Popsänger,
Ich bin aber kein Fan von der Art Tattoos, die die haben. Ne, also ich mag das nicht, dieses, wie heißt das, dieses Fine Line Black. Unfallarme. Ja, hässlich finde ich das, ne? Am Ja, besten wenn nicht. irgendwelche gebetenen Hände, einen Rosenkranz, eine Taube oder so eine Scheiße da auf dem Ja, Arm. er ist gerade die Jeder ganz macht Klischee bedient, ne? Ja, aber soll jeder machen, wie lustig ist, ne? Ich mag's nicht. Ich mag plakative Sachen. So Oldschool, New School Kram. Deswegen komme ich auch gern zu dir, weil das ist ja genau Auch. dein Ding. Wenn ich dann jemanden beschreibe, den Stil, das ist auch, ich glaube, du bist auch einer der wenigen, der dann versteht, dass das keine Beleidigung ist, wenn ich sage, ich mag diesen Ed Hardy-Stil. So dieses, Ja, so ein Riesenkompliment, ey. ne, so, ich mag das. Riesenkompliment. Ich finde das total geil, so auch diese Crawling Tiger-Dinger und so, ne? Das ist so, Panther. ja. Tiger gibt's auch. Ja, genau. Ich finde das als Tiger cooler irgendwie. Also ich finde Panther und Tiger geil. So. Ja. Du hast ja beide schon diverse Male tätowiert. Klar, immer geil. Immer gerne, immer gerne. So, aber das ist ja so, wenn man jung ist und ich brauchte auch lange, um mich tätowieren zu lassen, weil ich selber nie wusste, was ich tätowiert haben wollte. Und welchen Stil ich gut finde, weil wenn du jung bist, jeder kommt um die Ecke. Ich bin auch froh, dass ich mich nicht mit Anfang 20 so tätowieren lassen habe wie die meisten, die dann so Sterne, Kirschen und Würfel und Spielkarten haben. Aber wie so ein Lucky 13-Shirt halt auf dem Oberarm haben. War die Zeit, ne? War die Zeit, ist vielleicht auch cool gewesen. Für mich ist es heute, wenn ich das sehe, nicht mehr cool. Also, wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Ich finde zwar trotzdem diese alten Sachen geil, so Schwalben und so ein Kram. Da gehört so und so Hab ich doll, auch, ey. ne, finde ich geil alles, ne, das ist für mich auch so das, was ich so als erstes an Tattoos so gesehen habe, was ich so richtig cool fand, weil das halt auch diese Tough Guy Leute so hier die ganzen Biohazard Typen und so, wenn du die in Videos oben ohne gesehen hast und so dachte so, boah Junge, die haben krasse Ah, Tattoos das so. war ja also für alle und auch für mich ja total der Einstieg. Also ich meine, das ist halt optisch. Du siehst das so, weißt du, und denkst so, boah, ist das denn voll geil, weißt Ja. du? War so, weißt du, ich weiß das halt noch genau, als das erste Bio-Video gesehen habe, 93 oder wann das war. 93, ja, auf jeden Fall, das war so, boah, geil. Ja. Das ist halt so, das war auch mein Einstieg. Ey. Da Das ist dachte ich mir halt mal, geil. so, will man aussehen irgendwann, ne? Ja gut, du siehst ja fast so aus, ich noch nicht, ich habe nur die Arme, ne? So. Aber das ist, ich finde, das für mich war das schon immer irgendwie, dass Tattoos und Musik zusammengehören irgendwo. Weißt du, ich meine? Ja, ist ja auch meine Wahrnehmung. Ey. Ich meine, gut, ich bin halt ein Hardcore-Kid mit Tattoos so oder was, was oder ein Tätowierer, der Hardcore-Kid ist, kannst du jetzt sehen, wie du willst, so, weißt du, aber klar, für mich gehört das natürlich auch zusammen. So, deswegen hast du ja schon früh die ganzen Ruhrpott-Kickbox-Moscher tätowiert alle. Ich Ja, stimmt. könnte sehr viele Kickbox-Moscher mit Namen nennen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass man die Disco-Moscher von früher an den Hoppe-Tattoos erkennt. Ich habe Hoppe-Tattoos, ich war auch ein Disco-Moscher, ich gebe das ja zu. Ne? So, viele geben es nicht zu. Ich könnte jetzt jeden mit Namen aufzählen, das mache ich natürlich nicht. Marc. Mache ich nicht. Ich würde den Marc nie verraten, dass er eine Disco gemoscht hat. Hat er wahrscheinlich, wenn wir den gleichen Markt meinen. Ja, haben wir alle. Ja. Nein, aber so war das halt früher. Ne? So, nicht nur der Marc hat eine Disco gemoscht. Ne? Ich könnte noch ganz andere Namen auch. Aber dann kriege ich wieder Hassbriefe und Kacke zugeschickt, so wie ein Knossi oder so. Alter, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ne? Was? Ein Kennst du Knossi? Knossi? Ja, klar kann ich Knossi. Der hat doch mal. Kokonatschok, Alter. Ja, der hat doch als Kokonatschok. der Geiler hat Typ, Fanpost Scheiße geschickt gekriegt. ach, jo, hab ich am Rande mitgekriegt, ey. Ja, Ach, da war jemand, der ne? macht die Pakete auf und freut sich so, kotzt einfach in so einem Livestream, das ist so legendär, Alter. Da könnte ich mir jeden Tag Ja. angucken, in die Hose machen, ey. Der ist so vorgestern voll ausgerastet, irgendwo habe ich im Internet, irgendwo in Mannheim oder so. Von Bühne verlassen oder weil sie ihn ausgebuht hat. Irgendwas war da. Ah, keine Ahnung, ich verfolge Egal. so nicht, ne? Ich finde solche Clips finde ich halt lustig dann, ne? Ja. Nee, aber Lifetime Tattoo, ihr wart ja direkt hinten am Forum, ihr habt den alten Grufti-Laden übernommen. Da muss man Alfred. zusagen, genau, das war ja dein Wunsch, weil du ja früher Gothic warst. Sagst du den Laden übernehmen irgendwann? Da bist du mit deiner Samtbluse dahin, hast du gesagt, das ist jetzt mein Laden. Ey, ich bin im Herzen immer noch Gothic, Alter. Nee, ohne Spaß. Ey, ehrlich, keiner versteht, wenn ich immer sage, ey, ich finde Regen und Nebel geil, denken alle, ich verarsche die so. Ich meine aber ernst, ey.
Ja, du hörst ja, da, ich glaube, viele glauben das einfach auch nicht, dass du auch Bands wie Sisters of Mercy und sowas hörst. Ich liebe Sisters of Mercy, ja. Das war auch letzte Mal, wie ich bei dir war, ein geiles Shirt angehabt, das fand ich sehr schön. Sisters? Ja. Das finde ich geil. Ultra geile Band. So, aber die Leute, die dich von außen so sehen, also ich glaube, man assoziiert dich auch noch mit dem Hardcore-Hoppe. So, und dann gerne, ey. Kommst du in den Laden rein, du hast ein Sisters of Mercy T-Shirt an, das ist ja absoluter Stilbruch erstmal dann für die meisten Leute. So, keine Ahnung, ist das so, ist das so, warum hat, weiß ich nicht. Warum hat der denn kein Fourbro-Shirt an? Das ist doch ein Mosch. Hab ich auch, ich mag Fourbro, ey. Heute besser als früher, ne, also musikalisch. Ist halt immer so ein Widerspruch für die Leute, ey. Ich bin einfach Musik interessiert, weißt du, ich meine, weil gute Musik ist gute Musik, so, weißt du, nur weil du, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein Hardcore-Kid bist, heißt ja nicht, dass du andere Musik nicht hörst. Das ist ja Quatsch. Mit Metal genauso. Na, ist ja. Quatsch, ich höre ja auch viel 80s-Kram so, ne? Wenn ich dann da. So ultra geil, ne? So, man darf sich auch nicht in eine Schublade stecken lassen, weil dann wird es irgendwann langweilig. Du kommst dann nicht mehr raus. So, die Diskussion war schon immer so. Ey, ohne Witz. Also, ich kenne keinen Metaller, ne? Ich bin mit Metaller groß geworden, ne? Also, damals, als ich so mit 12 oder 11 oder was weiß ich was so, ne? Oder damals, als wir auf dem Gymi waren oder was, da haben ja alle ab dem 7. Schuljahr waren alle Metal. Alle Metal. Metal war ein Riesending. Weißt du, aber ich kenne keinen Metaller, der nur Metal gehört hat. Nee, gibt doch nicht. Keinen. Weißt du, also wirklich niemanden. Weißt du, das ist ja Quatsch. Von daher, also. Ich selber höre, wenn ich keinen Bock auf harte Musik habe, höre ich viel Country und Blues, dann stehe ich voll drauf, ne? Ja, ey. So und, oder halt diesen Synthwave 80s. Pop, Darkwave-Kram, finde ich mega geil, ne? Super. The Depeche Mode haben zuletzt ein richtig gutes Album rausgebracht, da muss man da mal kurz sagen. Da fand ich echt gut, okay. Das neue Memento Mori heißt er, glaube ich. Okay. Ne? So, da dachte ich so, boah, jetzt sind wir Gothic, Alter. Depeche Mode, Memento Mori, schwarz geschminkte alte Männer auf der Bühne, samt Mäntel. Ich weiß nicht, hat der Typ noch mitgewirkt, der gestorben ist? Wer ist nochmal gestorben? Ich verwechsel, Martin Gore? Der Gitarrist von denen, glaube ich. Ich verwechsel immer. Aber ja, egal, ja. Finde ich richtig gut halt, ne? So, wer Depeche Mode nicht gut findet, hat auch keine Ahnung. Also, den muss man gut finden, ne? So, ja, ich mag Depeche Mode auch. So gehört sich so. So, ist genauso wie Sisters of Mercy. Das sind so Bands, aber Cure. Cure muss man auch gut finden, ne? Ich mag Cure so, auch. So, ne? Aber wenn wir eine Playlist zusammenstellen würden, dann würde die echt abstrakt werden, weil dann hast du da Esquella Grind neben The Cure drin und dann geht da richtig die Hölle ab und danach kuschelt man beim Rotwein wieder, ne? Das ist immer... Alter, ich hab so, bei meinem Spotify habe ich eine Playlist, die heißt, eine heißt Hard, ne? Ist halt viel Hardcore und Metal, ne? Und die andere ist Soft. Weißt du, ohne Witz. Und das ist halt viel... Ja, das heißt bei dir nicht. Ist, das, ey, da ist alles möglich. Da ist jetzt wirklich alles möglich von Indie-Kram, irgendwas, was so ein Neo-Gothic, nenne ich das jetzt mal, oder Neo-Dark, ich weiß es nicht, keine Ahnung, gibt's ja auch, das ist ein riesen Szene zur Zeit, so meine Wahrnehmung so, und ey, keine Ahnung, das hat wirklich alles Mögliche drin, so, weißt du, ich meine, einfach, worauf ich Bock hab, ne? Die heißen wirklich Hard und Soft. Hard und Soft, das von Chelsea Wolf bis Sisters, da ist alles Mögliche drin, weißt du, ich meine, ein bisschen Synthwave ist auch drin, und ey, ja, Hard und Soft, ne, ey, worauf ich Bock hab, Cure ist drin, worauf ich Bock hab, ne, und viele neuere Band, Twin Tribes ist drin, keine Ahnung, was. Traitors ist drin. Alles Mögliche so, ne? Also, worauf ich Bock hab halt, ne? Hard and Soft. Geil. Ey, ja. From Wild wieder... to Wild, ne? Oder wie heißt der Scheißspruch? Das ist wieder so stumpf, dass er wieder original bei dir passt, ne? Das ist so... Ja, aber Alter, wer hört denn nur eine Musikrichtung, weißt du? Ich meine, ohne Witz, wer? Also, ich kenne wirklich niemanden, so, weißt du? Okay. Ich höre nur Metal. Oder ich höre nur Hardcore. Ich höre, ist doch Quatsch, weißt du? Ich höre einfach, dass was gut ist. Obwohl, ich glaube, der Drachenlord, der hört nur Metal. Metal, Alter. Metal-Leute, sagt er immer, ne? Leute. Der bald keine Beine mehr hat, weil die offen sind. Ja, okay, hab ich schon immer verfolgt, was der Typ macht, ey. Der war eine Zeit lang in aller Munde, hab ich mitgekriegt. Ja. Ich hab hier was. Ich weiß nicht, ob du da schon reingehört hast, weil ich gesagt habe, du sollst dir die unbedingt mal anhören. Und vielleicht kennst du die auch. Jetzt kommt's. Ich hab für mich das beste Album 2023 gehabt. Jetzt und das ist nichts spannend. Es ist nichts Hartes. Night Eternal. Ist das nicht aus. Sind die nicht hier aus der Gegend? Aus Essen. Das ist so harter Rock, ne? Ja, so ein bisschen Kult angetouchter Rock. Mhm. So einer leichten Dampf. Hab ich reingehört. Ne?
Habe ich reingehört, sag mir was. Fand ich, glaube ich, ganz gut. Ist jetzt nicht so 100% mein Gusto gewesen, so, aber war auf jeden Fall, also ich sag mal so, ich habe mal eine tolle Formulierung. Für das, was es ist, ist es richtig gut. Das stimmt. So, aber ja. Ich muss sagen, die Platte davor, Moonlit Cross, die war schon gut. So gut, aber nicht so, dass ich dachte, die habe ich in Rotation mir reingeballert. Dann haben die erste Single davon rausgehauen. In Tartarus war das, glaube ich. Ich denke so, boah, Alter, wie konnte man sich denn da noch so steigern? Und dann kam das Album raus. Ey, das hat mich so umgehauen, das Ding, ne? So. Ich kann viele gut finden. Ey, unfassbar gut, ne? Aber wenn man für mich, ich teile immer so die Platten des Jahres für mich auf, entweder im Genre oder halt so das Album, was ich am meisten gehört habe. Das Album, was ich am meisten gehört habe, war halt Fatale von Night Eternal. Aber die beste Death-Metal-Platte, die letztes Jahr rausgekommen ist. Letztes Jahr oder dieses Jahr kann ich dir auch schon sagen. Ne? Letztes Jahr, da sind wir beide uns einig, es kann nur eine Band sein, die das Album 2013 war. Das sind die Masters of Mosh aus Texas, Frozen Soul mit Glacial Domination, Alter. Ah, ja, ultra geil. Nächstes Freitag ist Turok. Ja, da bin ich aber auf dem Black-Metal-Konzert. Junge, ey. Und da gibst du öffentlich zu, ne? Zum Coverband. Nein, Quatsch, habe ich nicht gesagt. Das sind so Painful, haben ihre Release-Show vom neuen Album. Da spielen, habe ich keinen Flyer hier. Painful heißt die Band, oder was? Einfach nur Painful. Ja, genau. Okay. Da spielt noch, spielt am Freitag, im Osnabrück ist das, da spielt Asagraum, Crescendium. Sowas. Und wir machen das halt mit Gift und Galle, begleiten wir das halt auch, ne? Ah ja, klar, Logo, Ding ist. Und dann am Samstag ist direkt in der Helvete, wird auch wieder Painful, weil das die Tour zum Release der neuen Platte mit Agato Demon und Crescendium. Ich darf auch über die Namen keine Witze machen, weil ich krieg Ärger. Das ist pure. So, das ist mein ADHS-Kick da richtig rein. Ich habe echt Sodbrennen, wenn ich den Namen ausspreche. Ich mach das nicht. Na, auf jeden Fall, die Band spielt da. Ich muss das aus dem Kopf kriegen. Ich hau gleich den Namen. Nee. warte mal, ich muss nochmal pissen, Alter. Zwei Kaffee, was? Sorry. Mach Knallgas. Ja, ich geb Gas. An dieser Stelle muss wieder Werbung eingeblendet werden. Ja, sorry, Alter. Zwei Kaffee. Geil, worüber haben wir Quatsch? Black Metal, ne? Hier auf dem Black Metal Konzert. Ja, Helvete. Genau. Boah, ich bin bei Helvete bald in Inquisition. Inquisition zocken, genau. Boah. Geile Band. Habe ich schon mal gesehen mit dem Helvete. Ja. War super, ey. Helvete ist eh eine geile Location für Konzerte. Boah, ey, meine Freundin geht da nicht gerne hin, ey. Die meint, das ist so ranzig da. Das ist doch geil. Ey, auf die Couch. Ja, ich mag da raus. Metal. Ja. Metal. Aber die meint, ich setze mich nicht auf die Couch, ey. Ich so, warum? Die meint, da bleib ich kleben, ey. Das war unsere Presseecke beim Rotten Feast, die Couch, und die habe ich immer als Casting-Couch vorgestellt. Irgendwann haben die Leute auch geguckt, die sich da drauf gesetzt haben. So. Junge, meine Freundin meint eiskalt, die meint das ernst, ey, da setze ich mich nicht hin. Ey. Ich so, warum? Die meint, da bleib ich drauf kleben. Du direkt draufgeschmissen. Naja, ohne Witz. Ich mag den Laden auch sehr gerne. Das ist für mich so richtig so, das ist halt Metal as fuck, weißt du, ich meine, so, das ist halt so, alles wie es ist, ne? Finde ich super, ey. Ich mag auch sehr gerne. Leute so Läden so ein bisschen angeranzt sind so. Ich fand deswegen auch Underground in Köln immer geil. Da war auch so von der Attitüde her so richtig so dreckig auch so, ne? Ja. So dreckig, aber du weißt ja, so abgenutzt so. Und da finde ich geil halt, ne? Ja, ich mag Helvete. Ey, mein Helvete ist halt die Location, sag ich jetzt mal, wo einfach, ja, Underground, sag ich jetzt mal, oder kleinere Bands, sag ich jetzt mal, noch spielen so. Das ist halt die Location im Ruhrpott, würde ich einfach mal sagen. Ne? Also die Bands, die jetzt für Turok oder was weiß ich was zu klein sind, ohne jemanden an eine Karre zu pissen, weißt du, die spielen am Helvete, das ist halt super, ne? Und das ist halt echt mega viel los, ne? Ja. Helvete. Bin ich oft da, weil ich kenne ja die meisten, ich kenne viele Bands einfach nicht, gebe ich zu. Aber ja, du hörst nicht. Du hörst ja auch nie auf mich. Wenn ich sage, ey, geile Band, komm mal mit, du gehst ja nie mit, gehst mit zu. Du gehst lieber mit einem Krupski zu irgendwelchen Mosch-Konzerten, anstatt mit mir mal zu richtig geilen Metal-Konzerten zu gehen. Da wollte, das nehme ich jetzt auf, dieses Mobbing. Was ist das, Krupski-Mobbing oder dich? Nein. Ich werde hier gemobbt. Nee, ich würde auf jeden Fall zur Inquisition gehen. Ich habe die mal, wie gesagt, in Helvete gesehen, war echt mega gut. Komm, nein. Wann ist er denn?
weiß nicht, der Klapper macht er klar. Der Klapper? Der Klapper. Den habe ich ja bestimmt schon 15 Jahre nicht. Der Klapper ist nur Metal. Nur Metal. Der hat mit Hardcore nichts mehr in der Mütze. Der hat keinen Bock auf Hardcore-Konzerte. Sagt er, war eine Ausnahme, dass der da am 30.12. End of Days war. Im Panic. Da war der halt da. Und der geht eigentlich nur auf Metal. Wundert mich, dass du sagst, du siehst ihn selten. Weil der geht auch extrem auf Black Metal. Ja, ich bin auf Black Metal-Konzerte bin ich nicht so oft. Ich bin mehr auf Death Metal-Konzerten unterwegs, weil ich halt auch mehr Death Metal als Black Metal höre. Mhm. Aber der Klapp hat ja früher schon viel Death und Black Metal so gehört. So auch ja, als immer noch. Der hat ja auch echt damals uns schon geile Bands gezeigt, bevor wir die so. Der kam damals schon mit Ringworm um die Ecke. Ja, der Klapp hat einen guten Musikgeschmack auf jeden Fall. Und der meinte, neue Inquisition-Song, total geil und so, habe ich auf den seinen Tipp nochmal gehört, weil ich den ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Finde ich auch super. Die ganze Platte ist jetzt draußen, auch bombastisch gute Platte. Und ja, wie gesagt, ich spiele halt dann mit Herr Wete und der hat gesagt, ey, er holt Karten, ich sag mal auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall am Start. Na geil. Da ich glaube, dein Kopfhörer-Akku ist leer. Ja? Ich höre dich nur noch ganz stumpf. Nee, ich höre dich nur noch ganz stumpf. Soll ich mal ohne probieren? Ja. Das heißt, wenn du mir jetzt einen Mittelfinger zeigst oder so, sehe ich das später, wenn ich mir ein Video angucke. Würde ich nie machen. Direkt Mittelfinger gezeigt bestimmt. Nein. Leider ist er gerade abgebrochen, aber den Cut kann man nutzen, um nochmal auf das Thema Tätowieren einzugehen, finde ich. Weil, wie eben gerade schon gesagt, ihr habt damals die ganzen Ruhrpott-Moscher tätowiert und kam ich ja dann damals, so haben wir uns damals auch kennengelernt, weil du auch viele damalige Bekannte tätowiert hast von mir oder gemeinsame Bekannte. Und ich glaube, so habe ich das damals wahrgenommen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass dass der Aufschwung von dieser 2005er hochgekommenen Hardcore-Szene auch für Lifetime-Tattoo echt gut war. Ne? Ja, 100 Pro. 100.000 Pro. Ja, hab ich alle, fast alle tätowiert. Ne? War damals echt ein Ding. Ne? 100 Pro, klar. So, und würdest du sagen, ihr wärt so bekannt geworden ohne die Hardcore-Szene damals? Ja, weiß ich nicht, ist eine schwierige Frage. Also muss man differenzieren. Also der Frank hat ja nicht so viele Hardcore-Kids gezogen, sag ich jetzt mal, wie ich. Also einfach, weil er ist. Der kann zwar auch Leute, aber er ist nicht so aktiv in der Szene, sag ich jetzt mal. Von daher, aber der hat auch Frank. Viel tätowiert. Der hat eigentlich auch viel tätowiert, gar keine Frage, weil er einfach ein guter Tätowierer ist. Ich habe viele Hardcore-Kids tätowiert, dann die aus der Szene kamen, klar. Aber das war jetzt auch nicht nur Hardcore-Szene oder was ich was. Das war einfach so generell, das war einfach ein Ding zu der Zeit, weißt du, weil wir sind alle viel weggegangen, Nachtleben, kannten 1000 Leute und alles drum und dran. Da kamen so aus allen möglichen Szenen viele Leute, würde ich mal sagen, weißt du. Auch jetzt, guck mal, du kennst ja den Jan Bauch zum Beispiel auch, das ist ja kein Hardcore-Kid. Ja, früher schon, aber den hast du ja auch viel tätowiert. Viel tätowiert. Aber da kamen also alle möglichen Leute, weißt du, die offen halt so, auch so irgendwie, keine Ahnung, die jetzt nicht nur Hardcore-Kids, auch viele Elektro-Typen oder irgendwas, einfach Leute, die Bock hatten auf Tattoos. Nein, ja. Also ich kannte damals zwei Tattoo-Läden, das war einmal New Jack und euch halt, und der Rest war halt für mich so Techno-Schuppen, wo so Tribals tätowiert wurden. Da gab's noch Hans-Tattoo und unten am Old Daddy gab es so einen komischen Tätowierer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, im Kapitort da unten. Ja. Weiß ich nicht, für mich waren das aber alles so zwielichtige Gestalten, aber ich hatte das schon... Bitte? Ja, das hatte ich gar nicht damals so auf dem Schirm. Was? So, das hatte ich erst auf dem Schirm, als, ich glaube, der Heider hat sich damals tätowieren lassen. Bevor der zu dir oder bevor er zu Lifetime gekommen ist, war der, glaube ich, da. Und als der Marcel Christensen dann da angefangen hat, irgendwann. Ja, klar. Das hat für die jüngeren Leute nochmal einen richtigen Boom gegeben, auf jeden Fall, ja. Da muss man ja auch sagen, der Marcel Christensen, den kennt man ja ganz lange. Also die Ruhrpott-Hardcore-Leute kennen den auch als, der hat früher Shows gemacht ohne Ende.
Ne, der hat den Ruhrpott Hardcore wieder neu, der hat Feuer da reingebracht, indem der auch geile, geile Shows gemacht hat, ne? Ruhrbäume. Ja, so und von da, wenn man das mal so betrachtet, ist er auch ein ultra krasser Tätowierer geworden, ne? Ja, war ein super, super Tätowierer. Aber das ist so im Dunstkreis, ich sag immer so, das ist der Dunstkreis der Ruhrpott Hardcore-Szene sind dann halt der Marcel Christensen. Da bist du bei, also Lifetime-Tattoo. Dann ist da der Steffen irgendwo, gehört da noch mit zu. Der Tobi Olenik, ne, Black Magic-Tattoo halt so. Das ist so, also irgendwie war das so eine, immer untereinander irgendwo verstrickt. Weiß ich mein? Ja, da kam halt viel, ne? Ja, das ist so. Kann man so sagen, da kam einfach eine Menge. Und das ist ja auch geil, dass er so gekommen ist, vor allem, dass das ohne so Bitchfights war, sondern so, das ist einfach so gekommen, jeder fand jeden cool damals so, ne, es wäre schön, wenn das heute noch so wäre, so, aber wir sind alle alt, da findet man eigentlich mehr cool, da sind die groovig, ne, sagt man dann heute. Ach, so, nee, aber das ist so, der Frank, der, ich glaube, Der hat ja auch den krassesten Humor überhaupt. Über Frank könnte ich mir in die Hose pissen. Der ist so stumpf und trocken, ne? So. Ja. Weil ich mit dem schon gelacht habe, wenn ich bei dir war. Und vor allem, das Geile ist, wenn du so hoch konzentriert bist und der Scheiße macht und ich dann nicht lachen darf. Ja, ja. Aber musst du auch. War schwierig, ne? Ja, der nutzt das richtig aus. Haut immer mehr raus. Dann sitzt man da so und scheißt sich fast in die Hose vor Lache. Du wirst immer ernster. So. Beweg dich nicht. Hör auf jetzt. Atme am besten nicht mehr. Ja, ja. Ey, den Humor siehst du im Tattoo nicht. Weißt du, ich meine, wenn du rausgehst, ist das scheißegal, was für ein Humor war. Ja. Scheiße, ist weißt du, egal, ob du gelacht hast, weißt du. Das sieht keiner, weißt du. Die Leute sehen nur ein Tattoo, ne? Ja, das sehen viele Leute nicht. So irgendwo. Aber was ja auch viele nicht so sehen, ist, dass du, glaube ich, du bist so ein Tattoo-Monk. Wie Monk bist du beim Tätowieren? Das ist mir jetzt schon zweimal schmerzhaft aufgefallen. So, wir sind fertig. Abgewischt. Ah, ich muss nochmal. So, boah, hoppe, mir fällt gleich der Arm ab. Ja, einmal noch. Wir sind dann sofort fertig. Und dann wird dann sitzt man da noch 3 Stunden. Immer. Aber das Endresultat zählt. Ja, und das ist ja immer perfekt, ne? Ja, leider kommst du viel zu selten. Ne? Ja, leider. Das ist so, wenn ich den Euro-Jackpot geknackt hätte, dann wäre ich ja jetzt wieder viel öfter da gewesen, ne? So. Schade. Die nächsten Sachen, ich habe das ja alles schon im Kopf, weil ich, ne, aber das muss ich ja nicht jetzt hier auf der Kamera sagen, dass ich mir so ein Einhorn oder tätowieren lassen möchte. So hier auf der Rippe, so schräg, so Einhorn mit so einem riesigen Dildo, der so über die Brust geht oder so, keine Ahnung. Gut zu der passen, ne? Sollte aber so auf dem T-Shirt so raufkommen. Boah, danke. Nee, hast du denn generell noch so viel mit den vielen Leuten, mit den ganzen Leuten von früher so zu tun? Tätowierst du die alle noch oder haben die gesagt, weißt du was? Nee, ich gehe jetzt woanders hin. Nee, Alter, ich meine, ich tätowiere viele von den Leuten noch, aber du weißt ja, wer das ist. Also die vielen Leute sind halt älter und so die Sturm- und Drangphase ist halt vorbei, ne? Bei vielen, ne? Das heißt also, keine Ahnung, er wird was ich. Wir haben vorhin über einen Marc gesprochen als Beispiel, ne? Den habe ich zum Beispiel ewig, den haben wir jetzt halt auch super oft bei uns. Ach, das ist nur eins von 1000 Beispielen. Sowas. Die Leute waren ja ein bisschen älter. So, oder in Flow of Death, weißt du, was ich meine? Das ist auch ein Paradebeispiel. Die Leute waren ja ein bisschen älter und haben andere Prioritäten noch, die Familie oder was weiß ich so, ne? Und dann, die kommen zwar noch zum Tätowieren, aber natürlich die Sturm- und Drangphase ist bei vielen vorbei aus der Generation. Ja, aber entweder sind die auch schon zum Teil vollgehackt. Wo ist da noch Platz? Ja, ne? Ja klar. So, ja, aber ja. Für mein Leben gerne Hardcore-Kids, ne? Weil es ist doch ein gemeinsamer Nenner halt, ne? Ja. Keine Ahnung, mir fällt der Dario ein, das ist zum Beispiel so ein Hardcore-Kid aus Wuppertal. Der spielt auch jetzt gerade in so einer Band, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der hat aber einfach bei Haywire gespielt, diese Duisburger Band auch. Haywire sagt mir nur vom Namen her, was, keine Ahnung. Ja, der hat ja auch gespielt und ey, keine Ahnung, mit dem habe ich zum Beispiel immer eine super Basis gehabt, einfach weil Hardcore-Kid ist, ne? Weil ich viel mit dem über Hardcore quatschen kann oder über Musik. Und ja, ey, gerne mehr so Leute, ne? Aber ich, der ist halt Anfang 20, ich bin 48. Ich habe leider Gottes recht wenig Berührungspunkte, ne? Mit jungen Hardcore jetzt, ne? Leider. Boah, 48 bist du schon, Junge. 48. Boah. Hör auf. Ja, was willst du machen, ne? Ich würde gerne aufhören, aber geht ja nicht, ja.
Ja, ich bin 38, Junge, da darf sich keiner ausmalen, ey. Also 40, ja. Ich sagte ja, ey, wenn ich 40 wäre, wärst du 50. Oder? Ey, 50-jähriger Hopper, kann ich mir gar nicht vorstellen. Früher hat man sich so gedacht, so, ey, mit 50 bist du voll der alte Typ, so, ne? Ohne Witz, immer, ey. Wenn ich so zurückdenke, ey, ich habe gesagt, mit 50, da ist einfach, bist du einfach ein richtig alter Typ, bei dem gar nichts geht. Da sind aber Leute, die nur auf dem Fernseher sitzen, weißt du, aber ey, ist halt so, nicht so. Du hast ja auch einen sehr gesunden Lifestyle, ne? Du ernährst dich nur noch von Pflanzen und Quellwasser aus Argentinien und das macht dich ja auch jung. Ja, vielleicht ist das ja. Gar nicht weiß, ne? Das ist dein Beauty-Geheimnis. Ja. Ah. So, Inquisition gehst du jetzt hin, mit mir gehst du nie auf Konzerte, das haben wir auch drin. Ja, was muss ich noch sagen? Was du die nächsten Konzerte willst du wissen, die anstehen. Ja, erstmal das. Aber das ist ja bei dir eh immer so. Da kann man dich fragen, du hast auf alles Bock und dann sagst du, wenn man dann sagt, ey, ich geh da hin, kommst du auch? Also, nee. So. Ja, du bist da ja spontan. Wenn ich sage, ich gehe da auf jeden Fall hin, dann gehe ich da auf jeden Fall hin. Wenn ich sage, ich gehe vielleicht dahin, heißt das sowieso meistens nein. Und wenn ich sage, ich gehe da nicht hin, heißt das sowieso, ich gehe da nicht hin. Vielleicht ist auch das nein. Aber also, ey, wenn du mit Leuten sprichst, die sagen, ey, ich gehe da vielleicht hin, ist das meistens schon so, naja, ja, nicht so. Na, das stimmt. Ja, das ist wahr. Ist bei mir auch immer so. Ist durch ungefiltert. Weißt du, ich sag. Ist die ungefilterte. Ich gehe vielleicht hin, heißt immer nein. Na, ich sag immer, mal gucken. Mal gucken ist dasselbe. Heißt ja, mal gucken ist dasselbe. Ne? So, ja. Trinkst du dir heute ein Bier? Mal gucken heißt dann aber ja. Ja. Na, das ist immer so eine Auslegungssache, für was das mal gucken genutzt wird. Ne? Das ist so. Ja. Es gibt so Sachen, sag mal, hast du Bock heute Abend auf eine Pizza? Mal gucken. Ja. So, ich will nur nicht direkt ja sagen, damit man denkt, fetti bum bum hier. Weißt du, ich meine. Ja, vielleicht hast du recht, ja. Jetzt wohl so aussprichst, ne? So, das ist halt so, ne? So, ja. Du sagst auch, wenn einer zu dir sagt, ey, hoppe hier vegane Pizza, da hast du ja auch nicht nein. Ah, manchmal schon, ne? Ja, wenn du schon eine gegessen ja, hast. Ja, Throne Soul, ja. Throne Soul, mega Bock. Hast gerade gesagt, Platte 2023 war da, ne? Für dich. Frozen Soul, ja. Ja, für mich glaube ich auch. Ah, die war schon echt super, ey. Ich fand auch die Creeping Death mega geil, aber ich fand die Frozen Soul besser. Creeping Death fand ich habe die erste gehört, die Spectre of War, glaube ich, hieß das. Spectre of War. Wie hieß die so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die erste war geil. Dann sind die ein bisschen nicht mehr so ganz so eingängig geworden für mich so. Ich finde die immer noch gut. Ich glaube, Foreseen spielen auch, die finde ich auch ziemlich gut, ey. Ja. Sie sagen mir jetzt nichts. Aber mir sagen von vielen Bands sagt mir nichts. Auch hier bei End of Days, da haben Circle of Death gespielt und dann Bands, die ich gar nicht kannte. Hey, war ja. Ja, da war ich mit der Frau am Gesang, ne? Genau, mit dem Camper, glaube ich. Ich weiß ja, genau, Camper und Phil sind da jetzt irgendwie drin. Hat auch gespielt, ja. Die haben noch irgendwas Geiles gecovert gehabt. CDC. Okay. Crowdwalk haben die gecovert. Weil ich draußen habe, glaube ich, mit Matti abgegangen. Ja. Ja, hätte ich dann auch, aber weil ich die Band nicht kannte. Ja. Das ist immer so ein Ding, wenn ich eine Band nicht kenne, dann meistens höre ich mir die entweder nur ganz kurz und gehe dann raus oder ich höre mir die gar nicht an und denke dann so, scheiße, die waren doch geil. Ja, ist von mir auch so. So verpasst man leider viel gutes Zeug, aber das ist so, wenn man alt ist, hat man halt, man muss auch mal eine Luft. So. Ne, ich möchte ja nicht so wie du, dass du dabei, ne, dass mir einer bei End of Days in Gesicht springt oder so. Ne? Du wurdest ja auch wild attackiert. Ach so, ne? Ja. Hast du dieses Werfert? Crowdkilling oder was? Ja, diese Crowdkill-Göre, die da rumgehauen hat. Ich hoffe, die guckt das Video an. Ja, bei der nächsten Show mache ich das bei dir auch. Ja, du stehst so am Rand, so hinter so einem Ding. Weißt, da willst du einfach mit nichts was zu tun haben, weißt du, trotzdem kommen die, stehen die. Ja, das ist bescheuert. Das sind die, für mich die Idioten, die zu viele YouTube-Videos von harten Mosh-Videos gucken und denken, boah, kann man alles machen. Aber ja. Wenn sie dann mal eine zurückkriegen, dann ist halt Geheule groß, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Hörst halt, das stört nicht an. Was ist das? Telefon. Ja, ruf an. Ah, Termin. Ruf nicht privat an für Tattoo-Termin. Ja, weil ein Stammkunde von mir ist kein Problem, ne? Oh, also Hoppes Casting Couch.
Könntest du auch anrufen, habe ich kein Problem mit. Ah, dann sagst du jetzt extra vor laufender Kamera. Naja, alles gut, Alter. Vor laufender Kamera, ey, ruf mich ruhig privat an, alles cool. Und gleich schreibst du mir, wenn du das einmal machst, Junge. Nein, nee. Ey, nee, wenn Leute dich gut kennen, ist kein Problem mehr. Nee, jetzt dauert das erstmal bei mir noch mit Tattoo. Aber. Müde, ne? Hä? Müde, ne? Boah, ja, ich hatte Nachtschicht gehabt. Ne? Da bin ich jetzt noch wach. Ne? Ich habe jetzt eine Stunde vorher noch schön geschlafen. Aber das Schöne bei mir auf der Nachtschicht, ich habe da auch schon vorgeschlafen. Ne? Das ging ja auch. Sonst hätte ich ja nicht geschafft. Nee, ich will ja noch so richtig oldschool-mäßig so ein Spinnennetz hier so. Ne? So, boah. Ja, ne? Damit man auch richtig denkt, ich wäre ein Hooligan, Alter. Warte nur. Wenn ich dann im Sommer mit so einem Fred Perry Unterhemd rumlaufe, mit so einem Spinnennetz am Ellbogen, da wissen ja alle Bescheid. Hä? Was, Fred Perry? Ja, jetzt nicht. Ja, jetzt habe ich Legion of the Seven Churches wieder an. Best. Possessed Fanclub, ne? Genau. Find's ja auch geil, das Bild, ne? Da muss ja, man, super, Alter. Das will ich auch noch irgendwann mal tätowiert haben, da muss man mal gucken, ne? Da muss man mal gucken. Finde ich ja geil. So wie der Rocky, unser deutscher Vorstand, der Legion King, der hat da so am Hals, Alter, unterm Bart, der fett das ganze Ding in die Tätowiert, ey. Das ist richtig böse, ne? Ja, ich meine, das ist doch ein geiles Bild, ne? Ja, aber der hat eh so ganz, der, wenn ihr den kennenlernst, Alter, ihr quatscht stundenlang, Alter, der hat den einen Arm fast nur so Obituary-Tattoos und sowas, Alter, das ist, Alter, richtig geil. Richtig oldschool. Normal Geschmack. Ja, hat er. Ne? Deswegen ist er ja auch mit mir befreundet, weil ich ein netter Kerl bin. Oh, der geht auch mit mir auf Konzerte, wenn er in der Nähe ist. Nicht so wie andere Leute, die in der Nähe sind und sagen, nee, ich gehe lieber mit dem Krupski. Ey, Alter, du wohnst in Münster, Alter. Ey. So, komm mal zurück im Pott. Komm mal zurück im Pott. Wo warst du denn auf dem Rotten Feast Anfang Januar, wo nur schön Oldschool Death Metal und so gelaufen ist? Sagt mir gar nichts. Wer hat gespielt? Boah, jetzt muss ich die Bands vorlesen. Da haben 16 Bands gespielt, Junge. Steht hier nicht drauf. Also, da haben, also ich glaube, da wirst du gar keine Band von kennen, außer Voracious. Die haben da auch gespielt. Die Headliner waren Slaughter Day am Freitag, Samstag Obscurity. Dann haben da Rotting Demise gespielt, da haben Denomination gespielt, da haben Frostshock gespielt, da haben My Dominion. Hä? Das ist auch, die Band muss auf dem Schirm haben, das ist momentan so das heiße Eisen im Underground. Was hat er noch alles gespielt? Was hat er noch? Torment of Souls haben da gespielt, Corrosive haben da gespielt, My Dominion habe ich schon gesagt, dann haben da Smorra gespielt, da haben Brimstone Gate gespielt, The Void's Embrace haben da gespielt, Cerebral Invasion. Wo war das? Helvete Oberhausen. Okay. 5. 6. Januar war das, hast du verpasst. Das okay. Ist so, du verfolgst mich aber Instagram nicht, du guckst mir meine Storys nicht an. Also, ich glaube, ich habe auf deiner Instagram-Seite alles geliked, was du je gepostet hast. Ja, ich kriege Schätzchen auch, ja. Ich hoffe. Ich habe dich im Oktober angeschrieben, hör mal, hast du T-Shirt 92XL? Ich habe nie eine Antwort bekommen. Haben wir aber noch. Also sagst du jetzt extra. Ganz groß so. Ja, haben wir aber definitiv noch. Nee, das ist so. Ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter irgendwie einen Blödsinn labe, weil nach müde kommt immer dumm, ne? Tradition ist es bei Gift und Galle. Uns gibt es jetzt seit viel mehr als 25 Jahren, ist bald Jubiläum. Das feiern wir zusammen mit den bösen Onkels, wenn die ihr 50. machen. Die letzten Worte hat immer der Künstler, in dem Fall bist du der Künstler, weil du bist ja der Tätowierer. Das heißt, mach Werbung, erzähl irgendwas, sag, was dir wichtig ist. Du kannst auch irgendjemand beschimpfen, außer mich, ich beschimpf zurück. nee, Quatsch. So, wie gesagt, erstmal ich an der Stelle danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch Bock hattest, mit mir so Unsinn zu quatschen. Ja. Ey, ich habe gedacht, da war auf jeden Fall der Podcast, der verwirrendste Podcast überhaupt. Ja,
paar Podcasts, die haben auf jeden Fall, hört's genau, also von links nach rechts, von oben nach unten, sag ich. Ich hoffe, die Leute interessieren das halbwegs, ey. Weil wir haben ja echt immens Mühe gemacht, ey. Wenn das die Metal-Leute nicht hören, dann hören das alle Leute, die dich kennen und die reden, dann haben die wieder Futter, um über mich Scheiße zu reden. Das ist aber schön. Ne? Falco sagte immer, auch schlechte Publicity ist Publicity. Ne? Die nehme ich doch gerne mit. Weißt du, was ich meine? Sorry, den Spruch kenne ich ja. Das Ding ist, wir hätten, ich glaube, das hätte eine Podcast-Reihe zwischen uns beiden werden müssen über mehrere Folgen, wo man Themen anschneidet, weil das man kann echt viel geil labern, ne? Ja, das stimmt. Ey. Vielleicht wäre clever gewesen. Auf ein Thema festlegen und das dann komplett durchziehen, sowas, was ich meine. Ja, das hört sich so an, als ob wir das nochmal machen in naher Zukunft. Ja, auch gerne, ey. Aber nee, ernsthaft jetzt mal. Ich glaube, das ist clever, wenn man sagt, ey, lass ein Thema wählen und das komplett durchziehen, sowas. Ne? Dann werden wir das so machen. Da wird der André Hoppe, hat gerade vor laufender Kamera bei Minute 19:38 gesagt, er kommt zurück in den Podcast. Entweder reden wir nur über Hardcore, nur über Metal oder nur über Tätowieren. Können wir gerne machen. Dann machen wir. Dann machen wir so eine kleine Reihe. Daraus ist das geil. So. Ne? Das ist immer schön. Alle. Werbung für dich. Du bist müde. Also, hau raus. Deine letzten Worte. Ich habe mich bedankt. Danach sage ich gleich Tschüss. Ey, ich bedanke mich auch. Hat Bock gemacht. Ansonsten, ey, wer mich sucht oder wer Bock hat, sich tätowieren zu lassen, Lifetime-Tattoo in Duisburg. Instagram Lifetime Tattoo Duisburg oder André Hoppe, ganz einfach. Und wer einfach Bock hat, sich tätowieren zu lassen, immer wieder gerne. Einfach anrufen im Laden oder eine DM schreiben bei Instagram oder Facebook und dann gib ihm, ne? Machen wir klar. Wer Piercings haben will, der geht woanders hin. Ja, der geht woanders hin. Der geht zu Black Magic Tattoo. So, jetzt habe ich das gesagt. So, ich bedanke mich. Es war wunderschön. Hau rein, Junge, wir quatschen die Tage. Wir quatschen. Hau rein. Ciao. Yo, gibt und Galerie. Der Metal Talk. Der Hardkerle. Hardkerle. Wir quatschen über Metal, Mosch und Geballer. Denn wir sind der Underground.